Alice, hallo, hast du gerade was gesagt? Ich höre dich nicht mehr. Hallo? Oh Gott, ich habe mein Mikro ausgehabt. Okay. Ihr habt gar nichts gehört, ne? Passiert. Okay, dann nochmal. Also, ich bin die Alice, ich bin eure Moderatorin heute Abend. Ich bin von der Sprachchat-Gruppe Sprechen wir gemeinsam jetzt. Wir sind eine Untergruppe von Gemeinsam stark jetzt. Unser heutiges Thema ist das Netzwerk Helfer. Und als Gastredner begrüße ich heute Abend bei uns den lieben Karl. Einen schönen guten Abend, Karl. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auf heute. Und Ja, nachdem wir die genau. ganzen Probleme beseitigt haben, können wir auch, glaube ich, anfangen. Genau. Wir haben also als Unterstützung habe ich aus dem Team hier im Sprachchat den normal den Andi, der kommt glaube ich später noch Später noch. dazu, der betet sich ein bisschen. Oder ist er da, Andi? Nee, dann kommt dann noch der Jens, den habt ihr eben schon gehört. Hallo Jens. Ja, schönen guten Abend an alle. Wie gesagt, ich begleite den beschriebenen Chat und nochmal die Bitte, wenn ihr eine Frage habt, drückt wirklich oder schreibt vorher konkret Frage. Und ich bin so ein bisschen Heuschnupfen geplagt. Verzeiht mir meine Stimme heute vielleicht. Genau, und dann haben wir heute auch noch die liebe Uli aus dem Team, die ist ganz neu. Auch an dich einen schönen guten Abend. Hallo Alice und hallo an alle. Ich bin auch da. Sehr schön. Dann kann es jetzt endlich losgehen. Genau, nochmal, ich begrüße den Karl heute Abend. Karl ist einmal der Superman von Deutschland. Man findet ihn als Superman auf ja, quer durch Deutschland auf vielen Demos, Spaziergängen. Er ist aber auch der Initiator dieses tollen Netzwerkes, und zwar des Helfernetzwerkes. In unserem Vorgespräch hat mir Karl erzählt, dass er die Grundidee zu Helfer vor über 20, 25 Jahren aufkam und er sich damit dann auf die Socken gemacht hat. Genau, er ist Initiator, er ist Vernetzer, er ist Visionär, Botschafter und er ist momentan auch quer durch Deutschland ja, als Botschafter in Prinzip unterwegs. Karl hat mir erzählt, dass es ja für ihn sehr, sehr wichtig ist, die Menschen persönlich kennenzulernen, ihnen persönlich in die Augen zu gucken und eben raus aus dieser virtuellen Blase zu kriegen. Genau. Ja, was ist Helfer? Helfer ist ein alternatives Wirtschafts- und Lebensmodell, eine Schenkergesellschaft. Und ich glaube, da wird uns Karl auch gleich noch ganz viel dazu erzählen. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht viel mit dem Netzwerk bis jetzt auseinandergesetzt habe. Deswegen finde auch ich das mega spannend und freue mich sehr auf heute Abend. Ja, was ich ganz schön fand, dass die Basis von Helfer einfach Menschlichkeit und die Liebe ist. Und ich glaube, das ist genau das, was, ja, was unserer Gesellschaft heute einfach fehlt und was sehr wichtig ist, dass wir das alle in die Welt hinaustragen und anfangen auch wieder zu leben, diese Menschlichkeit. Genau, und in diesem Sinne, hallo Karl. Ja, hallo nochmal. Welche Fragen hast du oder womit fangen wir am besten an? Ja, ich würde sagen, lasst uns doch mit dem Ursprung anfangen. Wie kam es zu der Idee? Gab es da irgendeinen Auslöser oder kam dir die Idee über Nacht? Wie bist du gestartet? Ne, man hat dann so eine Vision, steht dann wahrscheinlich erstmal vor einer großen Hürde. Wie setzt man das um? Also wie war der Startschuss von Helfer gewesen? Also, wie bei fast jeder Idee fängt das meistens an mit einem ganz kleinen Problem. Ich hatte damals das Problem, ich war gerade 18 geworden und ich war für eine Woche quasi obdachlos. Und mir ist sehr viel aufgefallen auf der Straße, und zwar, dass das, was man uns erzählt, gar nicht stimmt.
Viele kennen das Gefühl, wenn sie entweder selber bei der Arbeit sind oder wenn sie gerade die Schule verlassen haben und einen Job angefangen haben, dann weiß man, diese Leute sind noch sehr grün hinter den Ohren, weil sie haben zwar den idealen Status gelernt, ne, also Mathematik und Deutsch und Englisch, aber die Leute wissen nicht, wie man arbeitet, weil die Gesellschaft eben nicht nach dem Ideal funktioniert, sondern weil es ganz andere Ideale sind, die im Hintergrund funktionieren. So ist zum Beispiel, hat jeder von uns gelernt, du darfst nicht lügen. Machen wir aber einmal den Fernseher an und sehen, was Politiker machen, sie lügen. Und je besser sie lügen, desto weiter kommen sie. Gut, in letzter Zeit haben es auch ein paar Leute geschafft, dass sie durch schlechte Lügen weiterkommen. Aber das ist halt nur, weil wir so oft angelogen wurden, dass uns das auch egal ist. Wir hören ja kaum noch hin. Jedenfalls ist das Ganze so gewesen, dass ich auf der Straße gesehen habe, dass eben nicht Geld das Wichtigste ist, sondern dass Freundschaften die wichtigsten sind, weil die haben mich von der Straße geholt, die haben mir ein Zuhause gegeben und die haben mir geholfen, dass ich auf die Beine gekommen bin. Und dann dachte ich mir, wieso machst du nicht einfach ein Netzwerk von Freundschaften? Und damals gab es noch kein Facebook, damals gab es noch, also diese ganzen Sachen, die gab es noch gar nicht, auch nicht StudiVZ oder wie das Ganze heißt, sondern es war damals noch relativ neu und ich dachte mir, man kann doch eine Gesellschaft aufbauen, die sich kennt und wo man sich gegenseitig hilft. Aus dieser kleinen Idee wurde immer mehr. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ich habe gelernt, was das Geld bedeutet, was das Geld ist und ich habe auch gelernt, dass das, was wir im Studium gelernt haben, auch draußen nicht anwendbar ist. Es wird zwar immer von der anständigen Marktwirtschaft gesprochen, aber diese gibt es in der Realität gar nicht. Es gibt halt Absprachen und Ähnliches und auch sinkt die Qualität immer wieder und das hat nur was mit dem Geld und mit den Geldentscheidungen zu tun. Aus diesem Grund habe ich mich damals sehr stark mit Geld beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass wenn man das Geld weglässt und dass wenn man Freundschaftsnetzwerke macht und das immer weiter ausbaut, dass es dann irgendwann dazu kommt, dass wir freier leben können, weil unsere Entscheidungen nicht mehr davon abhängig sind, wie wir, wie wir uns das leisten können, so zu leben, sondern wir dürfen entscheiden, wie wir leben wollen. Und darauf basierte dann das Ganze, das war die Startidee, die danach später dazu übergegangen ist, dass ich das mit verschiedenen Professoren, ja, von meiner FH, wo ich war, dass wir das zusammen nochmal geguckt haben, was stimmt, wie funktioniert das. Und später dann auch mit diversen anderen Gruppierungen wie Psychologen, Versicherungsvertretern und, wo wir geguckt haben, wo ist der Fehler in dem System, in meiner Idee, was kann man da besser machen, wie kann man das so verbessern, dass die Menschen das akzeptieren und so weiter. Und zum Schluss gab es dann genau diese Helferidee, die ihr jetzt kennt. Ich habe es versucht mehrfach zu starten, hat nicht funktioniert. Der Grund war, die Zeit war noch nicht reif dafür. Um so eine Idee umzusetzen, braucht es entweder sehr viel Geld oder das Vertrauen in Geld oder in das System muss stark erschüttert sein. Und das war jetzt in der Corona-Zeit. Und aus dem Grund haben wir als einer der ersten Netzwerke angefangen, genau das zu machen. Was wir machen wollten, war eine Basis aufzubauen. Eine Basis, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Eine Basis, wo nicht Konkurrenz ganz oben steht, sondern wo das Miteinander, die Liebe, die Menschlichkeit einfach wieder wachsen kann und wo wir halt einfach normal leben können. Und zwar jeder so, wie er möchte. Und das ist halt eines der wichtigsten Punkte bei uns. So, und da sind uns mehrere Sachen eingefallen. Die vier wichtigsten Regeln haben wir draufgenommen. Ich habe jetzt ganz neu, sage ich immer, 4+1. Ja, das +1 ist bei uns Spaß und das sollte einfach viel, viel mehr in den Vordergrund geraten. Das sieht man in diversen Sachen, auch in der Historie, dass zum Beispiel Spaß einer der wichtigsten Antriebsmotoren ist. Hat sogar im Ersten Weltkrieg dazu geführt, dass während Weihnachten die Leute angefangen haben zu singen, zu tanzen, miteinander Fußball zu spielen und Messen abzuhalten, also so kirchliche Gottesdienste, Weihnachten halt, also Weihnachtsmesse oder so, aber eben nicht aufeinander geschossen haben. Das heißt, die haben mal eben, nicht überall, aber an einigen Stellen haben sie geschafft, den Krieg auszusetzen, zu pausieren, nur weil sie auf einmal Spaß hatten. Diese Leute konnten später aber auch nicht an der Front mehr eingesetzt werden, weil sie die Leute nicht mehr als Gegner gesehen haben. Das bedeutet, es ist ziemlich wichtig, dass wir anfangen wieder zu lieben. Und das war der Startschuss halt von Helfer. Ja, interessant. So, und dann, aber
Wenn ich jetzt überlege, vor 20, 25 Jahren, wie du schon gesagt hast, da gab es ja, oder da war das Internet ja noch gar nicht so präsent, ja. Wie hast du dann wirklich gestartet? Also bist du dann los, hast die Menschen angequatscht? War das dann am Anfang eher bezogen auf einen kleinen, ja, auf einen kleinen Ort oder so? Wie ging das dann? Weil mittlerweile seid ihr ja in ganz Deutschland vernetzt, ne? Wie hat das angefangen? Also, wir hatten damals, die Regeln waren etwas anders als jetzt. Wir hatten damals noch einen Zwischenschritt eingebaut, weil wir damals noch mehr Zeit hatten. Wir haben das Ganze in Minuten abgerechnet und wir haben gesagt, nee, Quatsch, 15 Minuten ist eine Zeiteinheit bei uns. Wenn du arbeitest 15 Minuten, dann kriegst du 15 Minuten gutgeschrieben und das geht halt hin und her. Also man tauscht mit Geld. Damit hat man erstmal das, was man verdient, indirekt gleichgeschaltet. Also das heißt, ein Arzt verdient dann genauso viel wie eine Putzfrau und dein Job ist nicht mehr, oder andersrum, dein Leben, das ist das Wertvolle, was du hast und das wird halt in Zeit gemessen und das wird halt getauscht. Das sollte der erste Schritt sein. Dann gab es sowas wie Vollmitglieder, die dann später hingegangen sind und gesagt haben, okay, Vollmitglieder haben ein Zeitkonto, was unendlich viel Zeit hat, weil sie ja eh ihr Leben für das Projekt ausgeben. So, und damit wollten wir einen Übergang schaffen zu diesem geldlosen Schenkerleben. Viele Gruppierungen, zum Beispiel die gallischen Dörfer im Süden, die haben jetzt den Gradido eingeführt. Und immer wenn wir fragen, nur, wie können wir zusammenarbeiten, dann sagen die, ja, wir haben den Gradido. Das ist aber nur so lange, bis die Leute es verstanden haben. Aber sie haben keine Exit-Strategie. Das bedeutet, sie haben eine Währung eingeführt. Sie sagen, das ist nur zeitweise, aber keiner kann mir sagen, bis wann. Also ab wann ist der Punkt, wo die Leute verstanden haben, dass Schenkung die nächste Entwicklungsstufe ist? Das haben wir von Anfang an eingebaut. Und ja, da ging genau so. Ich habe meine Freunde angesprochen, wir haben es versucht, wir haben es mehrfach versucht. Es ist aber nie richtig angekommen, weil die Zeit nicht dafür war. Irgendwann mal, ungefähr vor 3 oder 4 Jahren, nee, 5 Jahren war das, habe ich angefangen zu sagen, okay, mir ist es egal, ob das Helferprojekt funktioniert oder nicht. Ich werde einfach danach leben und gut ist. Ich werde einfach kein Geld mehr nehmen. Ich habe zu dem Zeitpunkt Psychologie im Selbststudium gelernt und ich habe Menschen versucht zu helfen. Und diese Hilfe, die ich angeboten habe, war immer kostenlos und die Leute haben es nie kapiert. Und ich habe denen das Prinzip erklärt. Die fanden es auch ganz cool, aber sie haben es nicht verstanden. Und irgendwann mal, jetzt zur Corona-Zeit, ist irgendjemand hingegangen und hat gesagt, du, ich will eine Facebook-Alternative machen. Eine Sache, die man nicht zensieren kann, die wir auf die Beine stellen. Und das muss programmiert werden. Und da habe ich gesagt, hey, wenn ihr sowas programmiert, dann können wir doch anfangen, einfach eine neue Art von Gesellschaft zu machen. Die fanden die Idee gut, nicht alle, aber einige, und haben gesagt, du, dann bring doch einfach mal deine Idee auf Papier, mach ein kleines Mini-Video, 5 bis 10 Minuten, und dann versuchen wir es. An meinem Geburtstag habe ich das zufällig genau gemacht. Es gibt das Video auch, auf YouTube und auf Odyssey, wo man sieht, wo ich da mit selbstgemalten Bildern, die ich immer wieder halt ja, umblätter, wo ich immer die Bilder erkläre und die einzelnen Ideen. Und daraus ist dann das entstanden, was ihr heute kennt. Das heißt Step by Step. Und ja, angefangen hat es wirklich mit, ich gehe durch die Gegend, ich helfe Menschen und erkläre ihnen das Projekt, bis es jetzt irgendwann dazu übergegangen ist, dass wir das Internet nutzen zur Kommunikation. Weiterhin geblieben ist allerdings, dass wir uns in der Realität treffen wollen. Das bedeutet, es ist absolut wichtig und notwendig, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns riechen, schmecken, hören, fühlen und sehen. Je mehr Sinne wir benutzen, desto besser ist es und desto besser kann man sich verstehen und vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis von allem, was wir haben. Und hinter dem Vertrauen und hinter dem Respekt und Toleranz und den ganzen Blödsinn, den man immer wieder erzählt, der absolut wichtig ist, dahinter steckt die Liebe. Das heißt, die Liebe ist die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Wesen, das macht uns Menschen aus. Und das ist der Unterschied zwischen Maschinen und uns. Und das habe ich relativ früh verstanden, auch in meinem Leben und in meiner Kindheit. Deswegen habe ich immer wieder Menschen versucht zu helfen, in egal welcher Weise. Und auch jetzt ist es genau das, was wir machen. Ich helfe auch projektübergreifend. Aber die Idee von Helfer ist genau da entstanden. Und da ist es Step by Step losgegangen. Okay, also jetzt nochmal kurz auf dieses Schenker,
Modell zurückzukommen, weil ich muss jetzt gestehen, ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Ihr habt Zeit gut geschrieben und habt dann, nee, okay. Wie gesagt, vielleicht könntest du das nochmal kurz erklären. Und vor allem, wo kam das Geld dann her? Die Startidee war, dass wir das Geld abschaffen. Also Geld abschaffen war schon immer da. Wir haben damals nur einen Zwischenschritt reingelegt. Und das war, dass wir das in Zeit abrechnen. Heutzutage gibt es auch so ein ähnliches Projekt, das nennt sich Minute. Ich weiß nicht, ob es vorher kam oder nachher. Auf jeden Fall gab es, ne, dass du halt mit Zeit abrechnest. Ich habe 3 Stunden für dich gearbeitet, also hatten wir Zeitkonto von 3 Stunden. Das haben wir dann jetzt in der Corona-Zeit, haben wir das abgeschafft, weil wir gesehen haben, dass wir nicht mehr genug Zeit haben. Genug Zeit für was? Wir leben momentan in einem starken Umbruch. Wir leben in einem Umbruch, wo wir mit voll Karacho gegen die Wand fahren, und zwar volle Kanne. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Das hat Dirk Müller, also Mr. DAX, wer ihn kennt, das hat er schon vor 5 oder 6 Jahren gesagt. Die Frage ist nicht wann, die Frage ist nicht, ob wir gegen die Wand fahren, sondern wann. Und sie fahren die ganze Zeit das System gegen die Wand. Wenn man sich jetzt neulich noch den Lindner anhört, 100 Milliarden für Waffen auszugeben, nach einer Pandemie, halte ich für sehr, sehr, ich sag mal, experimentierfreudig, um nicht zu sagen dämlich und bescheuert. Weil es ist absolut unmenschlich und es ist ein absolutes Totalversagen unserer Politik, wenn man Menschen töten will. Und das, nachdem man sie 2 Jahre lang in Anführungszeichen in Isolationshaft festgesteckt hat. Aber das zeigt, in welche Richtung wir gehen. Und die Preise, die nach oben schießen momentan, die zeigen auch, in was für, ja, in welchem Stadium wir momentan sind. Wir sind in einer starken Inflation. Das ist mir schon vor 1,5 Jahren, als das Ganze anfing, ist mir das aufgefallen. Und aus dem Grund habe ich gesagt, so, wir müssen Gas geben. Weil man kann nicht von jetzt auf gleich ein System auf die Beine stellen, wo die Leute es verstehen. Ich hatte diese Zwischenlösung mit der Zeit. Die Zeit ist jetzt weg. Das haben wir gestrichen. Das haben wir relativ am Anfang gestrichen, während wir das Projekt jetzt hier während der Corona-Zeit angefangen haben. Weil das Ding ist, wir brauchen eine Übung. Beispielsweise, du bist 40 Jahre alt. Wenn du 40 Jahre alt bist, hast du 40 Jahre lang gelernt, eine sogenannte extrinsische Motivation zu benutzen. Das soll heißen, deine Motivation kommt von außen. Beispiel, ich gehe arbeiten, also kriege ich Geld. Das Geld brauche ich, um zu wohnen. Meine Motivation zu arbeiten ist jetzt, dass ich wohnen kann. Also muss ich arbeiten. Ich mache es nicht, weil ich es liebe, ich mache es, weil ich es muss. Es gibt Leute, die ihren Job lieben, auch das gibt es. Die machen das, weil es von innen kommt. Dieses von innen kommen, das ist eine sogenannte intrinsische Motivation. So, die meisten Leute, 95% der Leute, hassen ihren Job. Das war eine Umfrage, die vor Corona gemacht wurde, die ich im Radio gehört habe. 95% bedeutet, dass fast keiner seinen Job mag und dass die Motivation von außen kommt. Das Schenken, es ist aber eine Sache, die aus dem Herzen kommen soll. Ihr müsst es wollen. Ihr gebt das, was ihr wollt. Ihr habt nicht eine externe Motivation, die besagt, du musst was schenken. Nein, du möchtest. Und dieses Möchten, das müssen wir erlernen. Jemand, der 40 Jahre lang, also in der Wirtschaft war, der weiß, wie man rafft und der weiß, wie man für sich, aber das Geben aus Herzen, aus dem Herzen und daraus eine Gesellschaft zu machen, das muss man üben. So, auch das Annehmen ist ein sehr, sehr schwieriger Akt. Ein Akt, wo wir echt Probleme haben, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. So, diese Gewöhnungszeit, die dauert was. Ich hatte eine Zwischenlösung, wie gesagt, mit der Zeit. Nur das hätte noch länger gedauert. Das ist das, was momentan zum Beispiel die gallischen Dörfer machen. Die versuchen jetzt eine Zwischenlösung zu finden. Das Problem an der Zwischenlösung ist, es wird genau so daran scheitern, wie das, was wir jetzt haben. Warum? Ganz einfach. Wenn man immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, ist laut Einstein die Definition von Irrsinn. Das heißt, je mehr wir diese extrinsische Motivation benutzen, desto mehr üben wir genau das. Was wir aber brauchen, ist, wir brauchen mal einen ganz neuen Zustand. Das heißt nicht, dass wenn wir alles schenken, dass wir keine Probleme haben. Aber unser jetziges größtes Problem wäre dann erstmal weg. Wir werden andere Probleme haben, aber die werden systematisch nicht so sein, wie wir sie jetzt haben. Und darauf können wir ganz anders reagieren. Das und mehr ist das, was wir schon lange üben. Ich hatte über 20 Jahre lang Zeit, ohne Geld zu üben, wie man was macht. Natürlich habe ich auch Geld benutzt,
Aber innerhalb meines Freundeskreises, innerhalb dessen, wo wir uns kennen, da benutzen wir es nicht. Und das ist auch die erste Regel, beziehungsweise die ersten zwei Regeln. Ups, so, die ersten zwei Regeln, die immer zusammengehören, immer. Wir schenken uns was zum Selbstkostenpreis. Wir schenken uns entweder was oder geben es zum Selbstkostenpreis ab, weil es außerhalb von Helfer ist. Und das zweite ist, wir vertrauen uns, wir lernen uns kennen. Bitte, diese beiden gehören immer zusammen. Wenn ihr jemandem was schenkt, den ihr nicht kennt, dürft ihr euch nicht wundern, wenn das missbraucht wird. Und wenn ihr jemandem vertraut, aber ihm nicht schenkt, dann wird irgendwann das Vertrauen kaputt gehen. Ne? Wie heißt das so schön? Bei Geld hört die Freundschaft auf. Wenn wir beides aber zusammentun, wenn wir auf einmal nicht mehr auf Werte gucken, sondern wenn wir uns gegenseitig was schenken, wenn wir uns gegenseitig annehmen, wie wir sind, und wenn wir uns vertrauen, das heißt, wir müssen uns kennen, dann können wir was Neues erschaffen. Und wenn wir das als Gesellschaftsform etablieren, dann schaffen wir es noch viel, viel weiter zu kommen. Die Idee ist also, dass wir hingehen und ein ganz neues System erschaffen. Also nicht ein Gradido, nicht einen Zwischenschritt, was ich am Anfang gemacht habe, sondern diesmal gehen wir einen ganz weiten Schritt voraus. Das kann nicht jeder. Und das üben wir. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber was wir machen ist, wir fangen an, weil die Übung, die brauchen wir. Nach jeder Katastrophe, Naturkatastrophe, egal was für eine Katastrophe, gehen die Leute hin und fangen nicht an, ein neues Geldsystem auf die Beine zu stellen, sondern das Erste, was sie machen, ist, sie schenken sich das, was sie brauchen. Denn das ist wichtig. Denn das ist das, was die Menschheit dazu gebracht hat, zu überleben. Und genau das ist es, was wir tun. Das hört sich sehr schön an. Ich würde gerne ein paar Fragen, falls jetzt schon Fragen aus dem Chat da sind, also so gerade für, ja, also wenn jetzt jemand von euch hier Fragen hat, ihr dürft euch gerne melden. Das heißt, einfach einmal in der Mitte, dort wo das große Mikrofon ist, einmal da drauf drücken. Ich bitte euch aber wirklich, ich denke also auf die Strukturen von Helfer, da werden wir alles noch drauf eingehen. Ich weiß, im Vorfeld gab es auch ein paar vielleicht Menschen, die jetzt hier drin sind, die gerne noch was klären würden. Auch das würde ich bitten, einfach auf den Schluss zu stellen. Also jetzt wirklich gezielt Fragen so zu den Anfängen, zu dem Thema Schenken. Genau. Dann, ich glaube, der Andi ist jetzt da zum Freischalten. Dann würde ich jetzt einfach mal an den Andi überreichen. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Frank hat sich gemeldet. Frank, du kannst sprechen. Einfach in der Mitte nochmal draufdrücken, wo du dich gemeldet hast. Ah ja, okay. Wie gesagt, das ist neu für mich. Ich habe hier auch keinen Chat drin, ne? Also ich kann da nichts schreiben oder so. Ist das richtig? Doch, du kannst auch schreiben. In der Gruppe, wo du hier rein bist, könntest du auch schreiben. Aber es ist schön, wenn du dich meldest. Ja, was ich noch sagen wollte, ich bin ja selber Moderator von Köln, also auch in der Helfergruppe. Ich habe also eigentlich keine Fragen zum System. Was ich bei uns allerdings noch sagen muss, was ich ganz gut finde, ist, dass die Gruppen unabhängig sind. Wir haben zwar gewisse Oberregeln, aber im Endeffekt kann selbst Kell, also wir sind Freunde, aber wir haben uns auch schon gestritten über verschiedene Themen, kann ich sagen, Frank ist ein Vollpfosten, wir brauchen den nicht mehr als Moderator, ich setze den ab. Das kann er nicht. Das kann nur die Gruppe an sich machen. Also nur die Gruppe kann mich wählen oder abwählen. Es sei denn natürlich, ich bin so massiv, dass ich gegen Regeln verstoße, dass die ganze Gruppe mehr oder weniger in Frage gestellt wird, als nicht helferkonform dargestellt wird, dass es dargestellt wird, dass man dann eben sagt, wir machen eine andere Kölner Gruppe auf, die dann eben nach dem Helferkriterium arbeiten. Das wollte ich nur noch anmerken. Ja, also eine Frage ist das nicht, aber ich habe eben halt die Mitte angeklickt, weil ich gedacht habe, wofür sind die einzelnen Button? Ich bin zum ersten Mal hier drin und das war eigentlich so das Hauptding, warum ich mich gemeldet habe. Danke, Frank, für deine Mitteilung. Wie gesagt, das ging ja jetzt schon eher in die Strukturen von Helfer. Da werden wir jetzt auch gleich dazu kommen. Aber gibt es denn hier Fragen wirklich zum Anfang, zu dem Thema Schenkung, was das ist? Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gerne melden, traut euch. Wir beißen alle nicht. Ich gehe davon aus, dass wir alle gut zu Abend gegessen haben. Uli, Jens, gibt es Fragen aus dem Schreibchat? Hallo, ja, es gibt hier eine Frage und zwar CA fragt,
ob mit Schenken Tauschen gemeint ist. Also die Frage ist so gestellt, ist mit Schenken Tauschen gemeint? Ja, erstmal danke für die Frage. Mit Schenken ist nicht Tauschen gemeint. Tauschen ist im Endeffekt genau das Gleiche, wie mit Geld zu bezahlen. Das jetzige Geldsystem ist echt, ich will jetzt nicht sagen, es gibt wahrscheinlich nichts Grottigeres, weil das habe ich damals bei Dobrindt auch gesagt und dann kam Andreas Scheuer und dann dachte ich, es gibt doch noch was Schlimmeres und dann dachte ich, schlimmer als Andreas Scheuer geht nicht. Und jetzt haben wir hier den Lauterbach. Also bevor ich jetzt sage, was Schlimmeres gibt's nicht, aber unser jetziges Geldsystem ist verdammt schlimm. Das gilt aber für jeden Tausch, weil das Problem beim Tausch ist folgendes. Wenn jemand etwas zum Tauschen anzubieten hat, dann hat er Glück. Hat er nichts zum Tauschen anzubieten, dann herrscht dort eine Armutsdiskriminierung. Das heißt, er wird ausgeschlossen von der Gesellschaft. Die Person hat immer noch einen Wert, aber er kann nichts tauschen und damit kann er kaum leben. Jetzt gibt es Geldsysteme wie Gradido zum Beispiel, die zwar einen Mindestsatz an Geld den Leuten trotzdem geben und auch trotzdem kann man dort bei jeder Art von Tausch kann man viel, viel Geld oder Macht erlangen. Step by step. Als Beispiel. Wir haben jetzt hier eine Person. Ups, wo ist das? Hier eine Person und hier eine Person. So. Diese Person hier, hat, was weiß ich, hat Äpfel. Diese Person hat, was auch immer, Bananen. Jetzt gehe ich hin, ich habe eine Banane und tausche mit dem Herrn mit dem Äpfel 1:1. Bei dem Herrn mit der Banane schaffe ich es, dass ich einen Apfel, dafür kriege ich zwei Bananen. Das heißt, ich habe einen Vorteil. Ich kann also als Zwischenhändler zwischen den beiden immer weiter agieren und der Einzige, der einen riesen Vorteil davon hat, bin ich. Das heißt, ich erlange Reichtum. Bei Äpfeln und Bananen ist es noch relativ einfach. Würde ich aber zum Beispiel an Land kommen, könnte ich mir irgendwann ein Riesenstück Land und alle anderen müssten mich dann bezahlen, um es zu bekommen oder um es benutzen zu dürfen. Durch diese Benutzung erlange ich eine Macht und die anderen werden irgendwann zu Sklaven von dem, weil sie für mich arbeiten müssen. Ab da an habe ich eine Macht und ich kann mit den Leuten das tun, was ich möchte. Und das geht egal, ob mit Tausch, egal ob mit Kryptowährungen, egal ob mit allen anderen Währungen. Das heißt, beim Tausch habe ich ein Riesenproblem, dass ich Macht erlangen kann. Am Anfang wird es kleine Sachen sein, aber es gibt zum Beispiel ein schönes Buch, da hat jemand angefangen, mit einem Kuli den so oft einzutauschen, dass er irgendwann ein Auto bekommen hat. Das heißt, er hat alle Leute ständig beim Tauschen ausgenutzt und das funktioniert und das funktioniert ganz gut. So, bei Kryptowährungen zum Beispiel oder bei jeder Art von Währungen haben wir ein Problem und das ist der Staat, der das nachverfolgen kann. Das heißt, in beiden Fällen kann man systematisch dieses System ausnutzen. Bei einer Schenkung ist es nicht so, dass man systematisch ausnutzen kann. Man kann es zwar örtlich oder lokal ausnutzen, aber eben nicht überall. Und das macht dieses Ding zum Vorteil. Außerdem ist beim Tauschen immer das Problem, dass man nicht nur was geben muss oder haben darf, sondern manchmal ist etwas, was man nicht geben möchte. Und wenn man dann gezwungen wird, das zu tun, dann geht es wieder ins Gegenmenschliche. Und manchmal braucht man auch einfach nichts. Dann möchte ich was geben und ich brauche nichts. Das heißt, tauschen, was ich meine, ist wirklich schenken. Schenken heißt, ich gebe das aus gutem Herzen. So, jetzt ist es aber so, wenn wir eine Gesellschaft haben, ja, wir haben hier eine Gesellschaft, ne, das ist die Gesellschaft. So, wenn wir diese Gesellschaft haben und jemand arbeitet nie mit, dann kann die Gesellschaft schon sagen, du, pass mal auf, wir sind eine Gesellschaft und wir brauchen etwas. So, dann können einige sagen, einige, siehst du, das ist ja doch Tauschen. Nein, ist es nicht. Ein Tausch ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, einen Wert gegen einen anderen Wert einzutauschen. In dem Fall ist eine Mitarbeit erforderlich, weil es kann sein, dass die Gesellschaft so gut und so produktiv arbeitet, dass sie bei einigen sagen, nö, ihr braucht nicht mithelfen. Dann brauchen sie tatsächlich nicht mithelfen. Meistens wird es aber eher so sein, dass die ganze Gesellschaft zusammenarbeiten muss, dass die was hinkriegen. Das ist kein Tausch. Das ist zwar immer noch eine, es geht in die Richtung Schenkung, aber es ist ein Miteinander und Zusammenarbeiten, dass man zusammen überleben kann. Aber wenn ich von Schenkung rede, meine ich eher das Letztere, dass man miteinander und zusammenarbeitet.
Ja, schön. Wir haben jetzt hier noch eine Frage im Chat. Oder, Andi? Ja, Walter Wachowski hat sich gemeldet. Du kannst sprechen. Walter, bitte einfach in die Mitte drücken nochmal. Guten Abend. Der Walter aus Itzehoe ist hier. Erstmal meine Nebenbemerkung, was uns letztens auch schon in mehreren so Gruppengesprächen auffiel. Warum bestehen so viele Moderatoren darauf, dass Kreismenschen wie wir fragen? Also warum sollen wir dauernd fragen? Also ich bin dafür, dass wir auf Augenhöhe sprechen, und ob ich frage oder eine Aussage mache, liegt auch an mir. Warum? Ich möchte es nicht, dass immer Fragen verlangt werden. Und wenn man jetzt keine Frage hat, dann wird man schon in einen Bereich des schlechten Gewissens gedrängt. So, das ist ein dummes Gefühl. So viel mal als erste Bemerkung. Also ich habe eine Aussage und keine Frage. Und zwar würde ich gerne auch tauschlogikfrei Räume schaffen. Eigentlich haben wir ja in der Gesellschaft Räume, und das sind die Kirchen. Aber die Kirchen sind nicht so frei wie Karl oder wie vielleicht Jesus es möchte, dass wir rein auf Liebesbasis die Kirchen als ständig geöffnete Räume alle zur Verfügung haben, zur Kommunikation und zur gemeinsamen Heilung. Also versuchen wir, Räume zu schaffen. Das heißt, auch für Helfer ein Hof zu schaffen oder ein Haus zu schaffen, was wir gemeinsam als Zentrale, als Koordinationsort schaffen können. Und da bin ich bei. Und wenn jetzt Menschen mich hören und das auch gut finden, dann stehe ich da für die Vernetzung zur Verfügung. Ja, alles klar. Danke dir, Walter, für das Angebot. Ich wollte auch gerade noch mal sagen, also es muss niemand fragen, hier wird keiner gedrängt, Fragen zu stellen, aber wir geben natürlich den Menschen, die gerne oder die Fragen haben, natürlich auch den Raum und die Zeit dazu. Also es ist keiner bei uns gezwungen, Fragen zu stellen. Genau. Andi, hast du noch jemand hier? Nein, mir aktuell meldet sich niemand. Gibt es oder doch, Frage? Entschuldigung, Avocado Man hat sich gerade noch gemeldet. Bitte, du darfst sprechen. Ja, Kalispera, Karl. Ich grüße euch aus Griechenland. Wir hatten schon mal Kontakt miteinander. Ich wollte euch darauf aufmerksam machen, dass unser Greaseful Peace Konzept ja sozusagen ein Pfeiler der Helfergruppierung hier in Griechenland sein darf. Leider hat sich daraus noch nicht so viel entwickelt, aber unsere Gemeinschaft wächst hier, und wir sind offen für Menschen, die hier mitmachen wollen, die nach Griechenland kommen wollen und so weiter. Was mein Thema heute Abend ist, das mit der Schenkung, das habe ich jetzt mal am eigenen Leibe sozusagen gespürt. Wir haben nämlich jetzt ein Konzept, das Family Farming, also wir produzieren ja Olivenöl und liefern das in Deutschland an Freunde, und wir lassen uns das als Schenkung ausgleichen. Also es gibt praktisch eine Bereitschaft von Menschen, die uns einen Betrag überweisen, und dafür bekommen sie dann Olivenöl. Ja, und das aber ist quasi eine Schenkung, gegenseitige Schenkung. Das soll praktisch uns befreien von dieser Mehrwertsteuergeschichte, dass der Staat eben raus ist. Und jetzt hat sich die Bank gemeldet bei mir und hat gesagt, Moment mal, Junge, dein Konto ist ein Privatkonto, da darfst du keine Schenkungen empfangen. Und das muss jetzt irgendwie anders geregelt werden. Und jetzt frage ich doch mal, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr dann doch ein bisschen mal ein paar Euros braucht, um zu tanken und so weiter? Auf welcher Basis macht ihr Realgeschäfte? Habt ihr gemeinnützige Vereine oder
Wie kommt ihr letztendlich dann doch mal an ein paar Euros auf euer Konto dran? Das ist doch mal eine wirklich wichtige Information für alle, dass wir auch handlungsfähig sind. Ja, erstmal schön, dass du das sagst. Ich möchte gerne, und ich hoffe, ich werde das auch schaffen, eine Tour auch durch Griechenland zu machen demnächst. Ich halte dich aber auf dem Laufenden oder zumindest ihr werdet das sehen auf der Webseite. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben vier Arten von Gruppentypen. Wir haben einmal die Lokalgruppe. Da geht es natürlich, da ist man lokal. Das heißt, wir haben da diese Geschäfte, die du sagst, die brauchen wir gar nicht. Weil lokal, wenn man sich lokal kennt, kann man sich auch lokal beschenken. Man sieht sich, man trifft sich auf der Straße in der Realität. Dann haben wir Themengruppen. Themengruppen sind nur dafür da, um Informationen auszutauschen. Das Dritte, was wir haben, sind Berufsgruppen. Das sind auch zum Informationsaustauschen, allerdings auf sehr hohem Niveau. Und dann haben wir sogenannte Orgas. Die Orgas sind Multifunktionswerkzeuge bei uns, wo wir verschiedene Sachen damit machen können. Die Orgas unterstützen, bitte. Die Orgas sind bei uns keine, wir befehlen den anderen Leuten, was sie zu tun haben. Die Orgas sind bei uns Institutionen oder Gruppen, die unterstützen diverse anderen Gruppen. Dadurch, dass sie aber nicht nur lokal sind, sondern regional, überregional und global, ist es so, dass wir diesen Freibetrag von zum Beispiel 20.000, den man in Deutschland hat, in Griechenland kenne ich den nicht, aber in Deutschland hat man eine Schenkung, einen Schenkungsbeitrag, Grenze von 20.000, wenn man nicht verwandt ist. Bei Verwandten geht es, glaube ich, bis zu 500.000. Und diese Grenze, die kann man relativ schnell überschreiten, wenn man zum Beispiel im Ahrtal Katastrophenhilfe machen will oder ähnliches. Außerdem brauchen wir auch manchmal Steuerbescheinigungen und Quittungen und ähnliches. Was wir machen ist, wir sind niemals gegen irgendwas, weil wir versuchen, mit allem zusammenzuarbeiten. Das heißt auch mit dem Staat in Deutschland. Natürlich sagen wir bei allem, also solange es menschenwürdig ist, versuchen wir mitzumachen. Solange es nicht menschenwürdig ist, sagen wir, okay, Entschuldigung, wir würden gerne, aber das hat was gegen die Menschlichkeit und da können wir nicht mithalten. Aber bei dem Thema Geld, da sagen wir, okay, wenn wir uns jetzt gegen den Staat stemmen würden, dann würden wir sehr viel Ärger kriegen, auch sehr viel Aufsehen. Was wir nicht wollen, ist, dass wir gegeneinander irgendwas machen. Was wir auch nicht wollen, ist, dass wir Steuerhinterziehung begehen oder ähnliches. Das heißt, wir machen es nicht nur, um die Steuer zu umgehen. Weswegen wir das machen, ist, weil es ein Teil des Lebensgefühls ist und weil es so ist, Menschen sind halt so, dass sie schenken. Jetzt ist aber die Orga so groß, dass sie über diesen Freibetrag drüber geht. Aus diesem Grund ist es bei uns möglich, innerhalb dieser Orga-Team oder Orga-Struktur, dass wir dort unter anderem Vereine, Genossenschaften, Unternehmen, Vereine, österreichische Vereine, NGOs, Limiteds, Foundations, was auch immer. Also wir sind ja auch nicht nur in Deutschland, wir versuchen ja international Fuß zu fassen und in diversen Ländern haben wir schon Gruppen, wo wir mit den Leuten arbeiten. Und in diesen Orgas kann man genau das machen. Man kann also nicht nur normale Menschen reintun, also natürliche Personen. In der Juristerei würde man sagen, auch juristische Personen könnten da reingehen. Und diese juristischen Personen, die dürfen dann natürlich auch mit viel Geld oder mit Spenden oder irgendwas anderes, damit dürfen die hantieren. So. Das heißt, bei uns ist das auch möglich, mit Geld zu arbeiten, auch diese Spendenquittung und Ähnliches auch auszugeben, ne? Das würde dann eine Orga machen. Das heißt, bei euch in Griechenland würde ich euch vorschlagen, ihr macht über euren Lebenszyklus, bla bla bla, das, was ihr habt, ne? Da macht ihr daraus eine Orga. Diese Orga kann dann zum Beispiel einen österreichischen Verein haben, wenn ihr in Österreich Leute habt, es gibt auch griechische Vereine oder vereinähnliche Strukturen dort, dann könntet ihr so eine reintun. Damit dürftet ihr Spenden annehmen und ihr dürftet auch Spendenquittungen ausstellen. Und das Ganze müsste dann natürlich rechtlich, steuererklärlich, was auch immer mit dem Land, wo ihr gerade seid, könnte das dann abgerechnet werden. Das ist nur eine Brücke. Ihr müsst euch das so vorstellen. Innerhalb versuchen wir, uns zu helfen, so weit wie möglich. Aber am Rand dessen, ne, wenn das Helfer ist, ist am Rand da müssen wir eine Schnittstelle schaffen, eine Schnittstelle zu unserer Umgebung. Und das sind bei uns dann teilweise die Orgas und teilweise, was innerhalb der Orga passiert. Für die Helfer selber ist das kein Unterschied, weil für die Helfer selber arbeiten die mit einer Orga
zusammen. Wer mehr wissen will, jede Orga muss transparent sein. Das bedeutet, auf Anfrage sollte man auch erklären können oder machen können, zeigen können, warum, wie, welche Entscheidung getroffen wurde. Die werden unter anderem bei Meetings zum Beispiel per Protokoll festgehalten oder ähnliches. Oder man darf auch Beisitzer sein, um zu erfahren, wieso eine Entscheidung wie getroffen wurde. Das sind alles Sachen, die dafür sorgen, dass wir mehr miteinander und zusammenarbeiten, anstatt gegeneinander. Also, zu dem Thema Schenkung und ähnliches. Ja, wir arbeiten auch mit Geld. Wir schenken auch Geld. Oder wir können, nicht wir tun. Wir können auch Geld schenken. Das, was du machst, ist ein direkter Tausch. Wir bieten tatsächlich komplett Schenkungen an. Auch Geldschenkungen. Nur wir versuchen, Arbeit und Geld zu trennen. Weil ansonsten kommen wir wieder in diese Armutsdiskriminierung rein. Und damit wird das Leben selber ja zur Ware, und damit werden wir dann zu Prostituierten oder ähnliches, die für Geld ihr Körper, ihr was auch immer abgeben müssen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist etwas unmenschlich. Was wir eher versuchen, ist zu sagen, okay, ich arbeite, ich helfe, so, jetzt brauche ich aber Geld für zum Beispiel meine Miete. Dann sage ich, okay, dann gib mir einfach Geld für die Miete. Wie viel brauchst du? Und die Leute, die mich kennen, legen zusammen, weil die wissen, dass ich es tatsächlich brauche. Oder wir suchen uns eine neue Wohnung, die günstiger ist. Also das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ja, wir können mit Geld arbeiten, wir können auch Geld geschenkt bekommen. Und wenn es über Grenzen weggeht, machen wir auch genauso wie alle anderen auch Vereine oder ähnliches. Okay, Andi, bist du doch da? Hast du noch Fragen? Otto Peter Flettner hat sich schon ganz lange gemeldet. Die Meldung ist jetzt zwar weg. Otto, möchtest du was sagen? Dann darfst du das gerne, wenn du jetzt in die Mitte drückst. Stumm aus. Okay, jetzt. Okay, ich habe das geschafft hier mit dem Video. Ja, also ich habe mich ja in ganz kurzen Worten vorgestellt. Ich bin knapp vor meinem 70. Lebensjahr im Dezember. Und für mich ist Schenken eigentlich schon ein Thema seit den Ende 60er, Anfang der 70er Jahre. Also nicht so ganz was Neues. Es gab ja dann auch irgendwann zum Beispiel die Leih- und Schenkungsbank und ähnliche andere Organisationen. Es gibt heute verschiedene Sachen im Wohnungsbereich, die auch in diese Richtung laufen. Da gibt es eine ganze Menge. Ich habe für mich immer erlebt, dass Schenken etwas ganz Persönliches, Privates ist, was aus dem Herzen kommt und was vor allen Dingen bedingungslos ist. Also ich kann an eine Schenkung keine Bedingung knüpfen. Wenn ich das trotzdem tue, ist es keine Schenkung mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Südfrüchte, Avocados oder sonst was an Freunde verschenke, und erwarte, dass die mir dann ein bisschen Geld geben, damit ich meine Unterhosen kaufen kann oder sonst was, dann ist das keine Schenkung mehr. Dann ist es einfach nur der Versuch, irgendein Steuerrecht zu umgehen. Und da, finde ich, sollte man doch sich selbst gegenüber ehrlich sein und mit den Dingen genau umgehen. Wir können ja unsere Gesellschaft nicht von einem Tag auf den anderen mit einem Fingerschnips zu einer Schenkungsgesellschaft machen. Ich denke, das wird auch nie passieren. Und deswegen ist es immer wichtig zu sehen, was passiert am Rand dieser Schenkung, des Schenkungsbedürfnisses. Ich habe auch gelernt, dass es nicht nur darauf ankommt, dass man schenken kann, sondern ich habe auch gelernt, dass es darauf ankommt, Schenkungen annehmen zu können. Auch das ist nicht so einfach, muss ich einfach aus meiner Lebenserfahrung sagen, weil man selber dann doch schnell dazu neigt, an das Empfangene, an das Geschenkt Bekommene, vielleicht doch irgendwelche Bedingungen dran zu knüpfen, die man selber gerne erfüllen möchte, damit man aus der moralischen Verpflichtung wiederum befreit ist. Also da gibt es so eine ganze Menge Dinge, die man so als Mensch mit sich rumschleppt. Und ich finde das schon interessant, was im Moment so alles an Vernetzungsmöglichkeiten passiert. Ist ja nun schon so langsam, wacht das ja auf, seitdem es Internet gibt. Aber ich habe für mich persönlich trotzdem immer wieder gemerkt, das Wichtigste ist, dass man Menschen persönlich kennt.
Und natürlich kann man anonym an irgendeine Organisation oder an irgendeine Gruppe oder an irgendeine Orga schenken und so weiter. Aber ich denke immer, das persönliche Kennen ist doch das Allerwichtigste. Und da sind wir dann wieder bei den lokalen Gruppen oder bei dem eigenen Lebensumfeld. War für mich immer so eine Prämisse, dass ich mir gesagt habe, ich kann die Gesellschaft da verändern, wo ich persönlich wirke. Über meine persönliche hinaus kann ich keine Veränderungen herbeiführen. So, das ist jetzt einfach mal mein erster kurzer Beitrag zu der ganzen Geschichte. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Ja, vielen Dank dir und dann darf die Karin. Karin, einfach in der Mitte nochmal aufs Mikrofon klicken. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich draufgedrückt habe, aber mir ging jetzt die ganze Zeit eine Frage im Kopf rum. Und zwar hat es ganz mit den Anfängen zu tun. Also für mich ist Schenken ja eine schöne Sache immer schon gewesen. Ich bin 62 Jahre alt und ich würde ganz gern wissen, wie beginne ich denn mein neues Leben als Schenker oder als Beschenkter oder als Schenkende und Beschenkte. Ich werde weiterhin meinen Job jetzt noch bestücken und werde weiterhin in meinem Haus wohnen. Aber wie zum Beispiel du, Karl, du bist ja jetzt schon lange ein Schenker und ein Beschenkter. Wie verändert sich denn das Leben so? Hat man da Erfahrung oder ist es bei jedem anders? Oder kann da jeder dann selber bestimmen, was er noch behalten will? Heißt Schenker zu sein oder Beschenkter zu sein, heißt es, keinen Besitz mehr haben zu wollen? Oder was hat es da auf sich? Das ist mein Ding, was mir jetzt im Kopf rumging. Und es ist echt sehr frappierend komisch, dass plötzlich das Mikro von mir anging. Ich habe das Handy nicht mal in der Hand gehabt. Ja gut, ich versuche mal, das waren so zwei oder drei Fragen zusammen. Ich versuche das mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Also das erste war, wie kann man damit anfangen, Beschenkter oder Schenker zu werden? Und die zweite Frage war, muss man alles loswerden? Und die dritte Frage war, was hat sich jetzt bei mir verändert, jetzt wo ich bin? So, zu der ersten Frage. Also, am besten fängt man, das Ding ist, man ist nicht direkt Meister und nicht jeder kann sofort mit allem anfangen. Das Erste, was man machen sollte, ist, man sollte sich eine Umgebung schaffen, in der man sich wohlfühlt. Wir bei Helfer sagen, okay, mach eine Lokalgruppe auf oder geh in eine Lokalgruppe rein. Das bedeutet, du hast eine Umgebung, die das so ein bisschen verstanden haben. Und da könnt ihr langsam üben. Wie übt man das? Ganz einfach. Am Anfang würde ich jetzt nicht anfangen zu sagen, okay, ich verliere jetzt mein Haus, meine Wohnung, alles und jetzt schenkt mir alles, sondern was wir machen ist, wir fangen mit kleinen Sachen an. So, ne, was weiß ich, mein Auto ist kaputt, kann mir jemand helfen? Vielleicht ist das Auto auch am Anfang einen Tick zu viel. Vielleicht kann man auch einfach sagen, okay, ich habe Lust für euch zu kochen, lasst uns doch mal zusammen treffen und ich koche euch was. Das ist mein Geschenk an euch. So, und wie mein Vorredner schon sagte, hier geht es nicht darum zu tauschen, sondern hier geht es wirklich etwas darum zu geben, was man mag. So, ne? Dafür muss man einmal entweder einen Wunsch haben oder man hat etwas anzubieten und die anderen können sagen, ach ja, das hätte ich gerne. Ne? Also es geht von zwei Seiten aus. Das heißt, am Anfang fängt es erstmal so ein bisschen an mit Nachbarschaftsnetzwerk. Das heißt, so Nachbarschaftsbeschenkung, Nachbarschaftshilfe. Ne? Was brauchst du? Das ja, oh ja, ich brauche einen Eimer, kann ich den entweder geschenkt oder geliehen haben? Ne? Dann ist die Schenkung, die Leihgabe dessen, ne? Über den Zeitraum und so weiter. Jetzt sagen viele Leute, ja, das haben wir schon. Ja, das ist der erste Schritt. Je mehr man sich aber dann vertraut, desto mehr kann man dann miteinander arbeiten. Und da könnte man zum Beispiel auch hingehen und sagen, du, okay, ich vertraue dir jetzt so sehr, hier hast du die Schlüssel für mein Auto, bitte sehr. Und dann werden die Projekte größer. Dann kann man zum Beispiel irgendwann hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel in meiner Freizeit, möchte ich auch mal beim Bauern arbeiten, bei einer Farm. Und ein Teil dessen, was wir da zusammen erarbeitet haben, das heißt, ich schenke ihm ein bisschen Arbeitszeit, so, und er schenkt uns ein bisschen von dem Gemüse und Obst, was da rumkreucht und fleucht. Und nein, das ist dann keine Schenkung und das ist auch kein Versuch, irgendwie Gemüse an der Steuer vorbeizuholen. Nein, da geht es wirklich darum, dass man sich gegenseitig hilft. So, und ich sage jetzt mal, man schenkt ein bisschen die Arbeit, aber man hilft sich eigentlich gegenseitig.
Und man kann auch einen Teil dann von der Ernte zum Beispiel mitnehmen. Das machen wir auch in größeren, in einigen Teilen von Deutschland, dass wir dann das Essen, was wir rausholen, auch an die Leute weiter verschenken, auch die, die nicht mitgearbeitet haben. So, so arbeiten wir innerhalb der Gesellschaft zusammen, füreinander und miteinander. Und je besser und je mehr man sich kennenlernt, desto besser und desto größer werden die Projekte. So kann man zum Beispiel auch hingehen und zum Beispiel dann eine Redaktion machen, die deutschlandweit versucht, Nachrichten zusammenzubauen. Auch sowas haben wir. Wir haben auch Psychologen, die auch global versuchen, im deutschsprachigen Raum den Menschen zu helfen und das auch kostenlos. Ne? Aber da fängt man nicht damit an. Und nein, man muss nicht direkt alles aufgeben. Im Gegenteil. Ich hatte mal eine nette Dame, die meinte mal, oh, die Idee ist so geil. Ich kündige sofort meine Wohnung und meinen Job und bin sofort bei euch. Und ich so, das können wir uns gar nicht leisten. Weil um Menschen komplett zu 100% aufzunehmen, dafür brauchen wir erstmal genug Leute oder wir brauchen eine stabile Umgebung. Und um die zu haben, dafür brauchen wir schon einige Leute. Also brauchen wir mindestens 100 Leute, die innerhalb so gut zusammenarbeiten, dass sie sagen, okay, ein oder zwei Leute verlieren ja ihren Job, das ist mir egal. Aus diesem Grund fangen wir klein an. Immer Step by Step bitte. Ne? Zum Beispiel, man könnte 2000 Euro haben, also man bekommt, weil man arbeitet, 2000 Euro und man verbraucht diese 2000 Euro, man hat eine Wohnung, Essen und Hobbys und was auch immer. So könnte man zum Beispiel durch dieses Bauernprojekt, was man hat, 500 Euro sparen, weil man nicht mehr einkaufen gehen muss, sondern weil man das Essen kriegt und damit halt genug zu essen hat. So, jetzt könnte man entweder einen Tag weniger arbeiten und dem Projekt, wenn man möchte, mehr helfen. Oder man geht hin und sagt, okay, diese 500 Euro gebe ich in ein Crowdfunding-Projekt rein und damit kaufen wir uns eine Wohnung. Und irgendwann mal kann ich vielleicht aus meiner Wohnung ausziehen und in diese Helferwohnung einziehen, ne, über eine bestimmte Orga, die das macht. Und die gehören dann keinem Einzelnen, sondern die gehören der Gemeinschaft, weil das dann intern so gemacht wird. Das könnten wir auch irgendwann mal klären. Das erzähle ich auch in einigen Videos, wie das Ganze funktioniert. Aber gut, Einfachheit halber. Man hat eine Wohnung. Man geht in die neue Wohnung, dann braucht man keine Miete mehr zu bezahlen, dann kann man die 1000 Euro streichen. Das heißt, man braucht nur noch 500 Euro, um zu leben, ne, wegen Steuern, irgendwas, bla bla bla, die man noch zahlen muss. Aber der Rest ist dann frei. So, das heißt, man kann entweder weniger arbeiten oder man kann helfen, dass andere Leute sich auch so eine Wohnung holen können und damit kann die Gesellschaft mehr zusammenarbeiten. Das heißt, Schritt für Schritt können wir darauf hinarbeiten, dass wir immer mehr frei und ja miteinander leben können. So, Step by Step, ohne dass wir jetzt anfangen, irgendwie was zu machen. Das wäre das eine. Die zweite Frage ist, muss man alles weggeben oder ähnliches? Nein, man muss gar nichts. So, im Helferprojekt ist es so, dass jeder freiwillig das machen kann, was er will. Da habe ich eine kleine Anekdote, kam einer zu mir und meinte so ganz provokativ, ich möchte die Frau da hinten haben. Ihr Helfer verschenkt doch, ich möchte die geschenkt haben. Da habe ich gesagt, du hast das Prinzip nicht verstanden. Bei uns kann man nicht hingehen und sagen, du musst. Das ist keine Schenkung. Man fragt in die Gruppe, ich brauche zum Beispiel eine Freundin. Wer hat Lust? Und dann kann so jemand sagen, oh ja, ich hätte Interesse. So, ist jetzt natürlich bitte ein bisschen Spaß. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist tatsächlich real. Also, ich brauche zum Beispiel ein Auto. Ich kann nicht sagen, ich hätte gern den Porsche da hinten. So, deswegen, ihr müsst nichts abgeben. Es ist eine freiwillige Sache. Und je besser ihr zusammenarbeitet und je mehr ihr euch vertraut, irgendwann werdet ihr zur Familie. Und wie sieht das aus, wenn ein Kind zu ihrer Mutter oder zum Vater geht und sagt, du, ich brauche dein Auto, dann kriegt er das Auto. Und wenn ein Kind sagt, oh, du, ich habe jetzt Riesenprobleme, kann mir jemand helfen aus der Familie, dann kriegt er das. Warum? Weil das Vertrauen einfach da ist. Und dieses Vertrauen ist genau das, was wir aufbauen müssen. Weil sollte es wirklich zur Katastrophe kommen, Wirtschaftskatastrophe oder Krieg oder ähnliches, dann müssen wir so weit sein, dass wir uns gegenseitig so sehr vertrauen, dass wir sagen, nö, wir machen da nicht mit. Wir helfen uns gegenseitig. Wir brauchen Essen, ihr kriegt Essen. Inflation, eine Gurke kostet 30 Euro. Interessiert uns nicht. Wir kriegen die Gurke, weil wir mit der Gurke, also wir haben mit dem Bauern zusammengearbeitet und die Gurke kriegen wir umsonst. Das heißt, du musst nichts loswerden. Im Gegenteil, bei uns ist auch nicht entweder Kapitalismus oder Helfer. Bei uns ist beides gleichzeitig. Das bedeutet, einerseits gehen wir arbeiten und das Geld können wir innerhalb von Helfer einsetzen. So, das müssen wir auch, weil die anderen, die da draußen sind, die Gesellschaft, bitte nicht das Leben braucht Geld, sondern die Gesellschaft, das ist eine Abmachung. Wir haben heute den Euro, hätte ich heute 10 Mark in der Hand,
ist das auch Geld, aber das ist nichts wert, weil die Gesellschaft, die Konvention ist, ist einfach nichts mehr wert hier in Deutschland. So, also, das ist eine reine Konvention. Und wenn die demnächst irgendwann auf Kryptowährungen umschalten oder ähnliches, dann ist das Geld, was wir heute haben, auch dann nichts mehr wert. Das ist nur eine Konvention zwischen den Leuten. Und unsere Konvention ist, wir helfen uns gegenseitig. Aber solange wir mit den anderen zusammenarbeiten wollen, solange brauchen wir das Geld. Nicht wir, sondern die. Aber wir müssen was zum Tauschen haben. Das heißt, nach innen hin arbeiten wir kostenlos, nach außen hin arbeiten wir weiterhin mit Geld. Und damit brauchst du ein Haus und du brauchst alles. Und zu der Frage, wird man danach oder braucht man danach weniger? Ja, man braucht danach weniger. Wenn man einmal verstanden hat, wie das mit dem Kapitalismus funktioniert und was ein Mensch tatsächlich braucht, dann wirst du sehen, dass du fast gar nichts mehr brauchst. Der größte Teil von dessen, was draußen existiert, ist, brauchen wir nicht. Wenn wir das Geld von heute auf morgen abschaffen würden, würden 50-80% der Arbeitsplätze entfallen. Ein Wirtschaftler hat mir neulich noch erzählt, 14% der Leute, die arbeiten, arbeiten produktiv. Der Rest arbeitet einfach nur zur Verwaltung des Geldes. Das bedeutet, dass die 14%, auf denen lastet alles. Und die haben immer schlechtere Qualität. Warum? Wenn ich dir ein T-Shirt verkaufe, dann mache ich Profit damit. Wenn ich es nochmal verkaufe, in einem Jahr, weil es kaputt gegangen ist, mache ich wieder Profit. Das heißt, die Qualität sinkt. Schenke ich dir aber ein Hemd und ich kenne dich, und es geht nach einem Jahr kaputt, dann verliere ich erstens mein Gesicht und zweitens muss ich ja nochmal arbeiten. Das heißt, automatisch wird die Qualität sich verbessern. Dasselbe gilt auch, wenn wir über Krankenhäuser, Pharmazie und Ähnliches reden. Das heißt, insgesamt, wenn man das verstanden hat und wenn man die ganze Zeit mit Freunden arbeitet, dann gehen die Sachen nicht mehr so schnell kaputt, weil die Leute nach bestem Wissen und Gewissen die Sachen abgeben. Die Leute werden auch nicht Blödsinn weitergeben, sondern weil sie dich lieben und weil sie dich wollen, werden sie dir Sachen anbieten, die qualitativ hochwertiger sind, soweit sie das natürlich können. Aber auch wenn nicht, werden sie dir so helfen, dass es dir besser geht. Und damit brauchst du nicht mehr so viel. Außerdem, wenn du dir alles miteinander teilst, mit den anderen, dann brauchst du eh nicht so viel. Wozu brauchen wir zu 5 Leute ein Auto, wenn alle 5 Leute ein Auto hätten, das den ganzen Tag rumsteht, bis auf eine Stunde? Dann holen wir uns lieber 2 Autos und teilen das. Ne? Wenn man Zeit ist, kann man halt das Auto benutzen, wann man will. Und schon hat man viel weniger und man hat viel mehr Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Oder eine Küche. Wozu brauche ich eine Küche? Wenn wir immer wieder zu Freunden gehen und die kochen, wir denen immer das Essen liefern, also ne, die Zutaten und so weiter. Also wenn wir eine Gesellschaft gemacht haben, die das Ganze so baut und so zusammen arrangiert, dass man es schafft, ohne das Ganze zu leben, hey, dann bist du frei, dann brauchst du nicht mehr viel. Was brauchst du denn dann noch? Das Größte, was ich brauche, sind Schulungen. Ich muss wissen, wie ich was machen kann. Ich muss wissen, was ich essen kann. Und dann brauchst du nicht mal ein Feld. Dann weiß ich, wie ich im Wald überleben kann. Wenn ich weiß, wie ich handwerken kann, brauche ich auch keine Wohnung. Dann baue ich mir eine Hütte. Wenn ich weiß, wie ich zum Beispiel Wasser kriegen kann, dann brauche ich noch nicht mal eine Pumpe. Und so weiter. Also viel mehr, viel wichtiger als das, was wir besitzen. Und das ist das, was uns der Konsum die ganze Zeit weismacht. Das ist das, was wir hier drin haben und was wir draußen haben und was wir miteinander haben. Das heißt, wenn du so lebst wie ich, wurde ich irgendwann mal in ein 4-Sterne-Hotel eingeladen. Ich fühlte mich da unwohl, das war unpersönlich. Nichtsdestotrotz, ich war da drin, kam irgendein ein netter Mensch an und hat mich gefragt, ob ich was trinken will. Und ich gesagt, oh, das ist ja nett, kannst du mir gerne was vom Wasser angeben. Hat mir ein anderer gesagt, du, ist ja schon klar, dass du das bezahlen musst. Ich so, nö. Ich kriege das nicht mehr mit. So, was ich mache, ist, ich lebe mit Menschen. Immer wenn es um Geld geht, ist irgendwo diese Gier dahinter. Bitte nicht immer. Es gibt genug Leute, die es verstanden haben und das Geld dafür benutzen, zum tatsächlichen Tausch. Aber die Idee des Geldes ist nicht tauschen. Die Idee des Geldes ist Misstrauen. Weil wenn ich dir traue, dann brauche ich kein Geld von dir. Wenn du ein Freund von mir bist und ich traue dir, wozu brauche ich dein Geld? Dann weiß ich, du bist es wert und ich kann es dir geben. Wenn ich dich aber nicht kenne, wenn du anonym bist, dann brauche ich Geld. Weil dann traue ich dir nicht. Dann weiß ich nicht, ob du der Gesellschaft was Gutes tust oder ob du sie ausgenutzt hast. Ja. Ne? Also, zurück zum Thema. Wie lebe ich? Ich habe mein Leben geändert, aber nicht seit jetzt, nicht seit den letzten 2 Jahren, sondern auch schon lange davor. Ich kann kaum Geld von Menschen annehmen. Oder ich kann es annehmen, das Geld, aber nicht für Arbeit. Was ich mache, ist, ich lebe mit den Menschen. So, wenn sie Hilfe brauchen, helfe ich. Und wenn ich nicht helfen kann, helfe ich nicht.
So, aber ich mache es, weil ich es möchte und nicht, weil ich muss. Es ist ein Miteinander. Und das hat sich bei mir tatsächlich verändert. Wer mit mir lebt, der weiß das. Ich habe kein Gefühl mehr dafür, was Geld ist und was nicht und was es draußen an Wert ist. Weil für mich ist das Wertvollste meistens, dass ich mit den Menschen zusammenlebe. Das hat sich bei mir so geändert. Das hört sich echt schön an. Aber ich glaube auch, dass das ein sehr weiter Weg ist. Wahrscheinlich, wenn man jemanden fragt, wird wahrscheinlich jeder sagen, ey Mensch, klasse, möchte ich auch. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist schon hart, ne, diese Umstellung. Weil wir sind ja schon alle sehr bequem und der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier, ne? Und ich glaube, die wenigsten können sich auch wirklich von diesem Materialismus und alles auch freisprechen so schnell. Ne? Das ist ein Weg, das ist ein Prozess, den jeder selbst durchlaufen muss für sich, vermutlich. Gell? So, ich würde aber jetzt gerne weiter in unserem Abend machen, und zwar wie ist das, wenn ich jetzt sagen möchte, also ihr habt ja innerhalb von Helfer auch eine gewisse Struktur im Netzwerk. Vielleicht könnten wir da jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie die aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob das für dich auch in Ordnung wäre, anhand des Beispiels, wenn ich jetzt sagen würde, okay, hey, das hört sich alles sehr gut an. Ich wäre gern Teil eures Netzwerks, eurer Gemeinschaft. Was sind die ersten Schritte und welche Gruppen muss ich da durchlaufen? Was gibt es da? Wo wende ich mich hin? Genau. Also nur ganz kurz zu deiner letzten Aussage. Ja, es ist etwas schwieriger. Man muss umdenken. Einige Leute, die schon seit Anfang an dabei sind, haben immer noch Fragen, wie würde das denn bei Helfer gehen, wenn das Ganze so funktioniert? Ich habe über 20 Jahre lang Zeit gehabt, mir Gedanken darüber zu machen. Deswegen biete ich mich auch immer wieder als Berater an und als Unterstützer, damit ich den Leuten erkläre, worauf es ankommt. Das Wichtigste ist, dass man nichts überstürzt. Das sind kleine Schritte, die man machen muss. Und wenn man diese kleinen Schritte macht, so, und wenn man eine Umgebung hat, die einen sichert, weil es geht wirklich, es geht niemals darum, alleine das Ganze durchzumachen. Ich bin gegen Autarkie. Das heißt nicht, dass ich nicht will, dass die Leute autark sind. Aber wir schaffen es nicht. Wir sind soziale Lebewesen. Das heißt, wir sollten uns eine Umgebung schaffen, wo wir uns gegenseitig so unterstützen, dass wir es schaffen. Und dann wird es einfach. Aber da muss man Glück haben, da muss man die richtigen Leute haben und so weiter. Also Step by Step. So, jetzt möchtest du aber bei Helfer mitmachen. Das würde mich natürlich super freuen. Was machst du da? Am einfachsten ist, du gehst auf die Helfer-Webseite, helfer.org. So, dort findest du unten eine Weltkarte, beziehungsweise das wird demnächst, ich habe gerade heute noch mit der IT gesprochen, da wird noch einiges an der Webseite rumgebastelt, auch gerade für Handys, das wird schneller gemacht, das wird besser gemacht. Naja, wir wissen das ja, ne? Das wird toll, toll, toll. Jedenfalls, wir haben dort eine Weltkarte oder wir haben alle Gruppen, die da drin sind. Entweder hast du eine Gruppe in deiner Nähe, das heißt, du zoomst bei der Weltkarte, wo du wohnst und guckst nach, oh ja, in der Nähe ist ein Punkt, dann gehst du da drauf. Dann kommst du in einen sogenannten Empfangsraum. Dieser Empfangsraum ist dafür da, weil alle Menschen da drauf gehen. Es kann sein, dass dieser Empfangsraum voll ist. Das heißt, dass die Moderatoren es nicht schaffen, die Leute kennenzulernen. Oder der ist leer. Dann meldest du dich beim Moderator und sagst, du, ich hätte euch gerne kennengelernt. Früher, während der Lockdown-Zeit, war es so, dass wir gesagt haben, wir empfehlen, und das tun wir immer, wir empfehlen. Wir befehlen nichts, wir empfehlen. Wir haben nichts zu sagen in irgendwelchen Gruppen. Jede Gruppe ist bei uns autark. Das bedeutet, sie darf selbst bestimmen, was sie macht. Aber wir haben sehr viel Erfahrung, weil wir über 500 Gruppen haben. Und dann wissen wir, okay, da kann es Probleme geben oder nicht. Während des Lockdowns haben wir ganz klar empfohlen, geht bitte mit den Leuten spazieren, am besten die Moderatoren. Lernt sie kennen. Wenn sie passen, kommen sie in eure Hauptgruppe rein. Und dann lernt ihr euch kennen und gut ist. Jetzt gibt es die Lockdowns nicht mehr. Das heißt, wir dürfen treffen, wir dürfen machen, was wir wollen. Das bedeutet, ihr könnt auch eine dicke, fette Party feiern und die neuen Leute, die im Empfangsraum sind, mit einladen. Die lernt ihr dann kennen und wenn die zu euch passen, ladet ihr die zu eurer Hauptgruppe ein. Das ist das, so wie wir das machen. Gibt es keinen Punkt in deiner Nähe, ist es so,
dass wir hingehen können und sagen können, okay, du meldest dich bei der Helfer-Support. Das ist die Orga. Bei uns gibt es eine Orga und die Lokalgruppen und dazwischen ist immer ein Support. Das ist die Schnittstelle zwischen den Orgas. So, dann meldest du dich da und sagst du, ich hätte gerne Hilfe. Ich bräuchte gerne in der und der Stadt, wo ich bin, eine Empfangsgruppe. Ich würde da gerne eine neue Gruppe anlegen. Es kann auch sein, dass am Anfang, als Gemeinsam stark noch von Tom war, dass da noch viele Leute reingekommen sind, wo wir es einfach nicht geschafft haben. Die Moderatoren waren einfach total überarbeitet, weil da so viele Leute reingekommen sind, dass sie es nicht geschafft haben, die Leute kennenzulernen. Diese Leute können aber auch innerhalb der Empfangsgruppe selbst tätig werden, indem sie sagen, oh ja, wir machen noch eine Gruppe auf bei uns. Weil bei uns ist es so, die Gruppengröße darf höchstens 200 sein, damit man sich in der Realität kennenlernt. Alles, also Psychologen gehen davon aus, dass man um die 120 Leute kennen kann. Und das stimmt innerhalb Europas oder Deutschland, stimmt das definitiv. Unsere Erfahrung ist, um die 80 bis 120 ist Idealgröße einer Gruppe. Alles, was darüber hinausgeht, dann vergisst man, wer das ist, dann kann man kein Vertrauen aufbauen und so weiter. In Marokko oder andere Länder ist es so, dass teilweise Großfamilien schon 200 Leute sind. Das heißt, die haben etwas besseres Wissen, die verstehen das besser, die sind besser trainiert. Nichtsdestotrotz zurück zum Thema. Also, du möchtest reingehen. Das heißt, diese Gruppen können sich selbst organisieren. Die können sagen, okay, ich kenne jetzt 10, 20 Leute und wir haben Bock, eine eigene Gruppe zu machen. Und das ist vollkommen okay. Innerhalb einer Stadt, sagen wir mal, ein Dorf hat 500 Einwohner. Dann können wir mindestens 3 Gruppen daraus machen, wenn alle mitmachen wollen. Und das ist auch vollkommen okay. Diese 3 Gruppen arbeiten nebeneinander und trotzdem miteinander. Jede dieser Gruppen wird anders sein und damit kann man sich auch entscheiden, was mag ich? Mag ich eher ein bisschen philosophisch? Mag ich eher ein bisschen spirituell? Mag ich eher ein bisschen technisch? Jede Gruppe wird anders sein. Man kann reingucken, gucken, mit wem man am besten arbeiten kann und dann geht man in die Hauptgruppe. Wir empfehlen, bitte nicht, das ist so, wir empfehlen, 3 Gruppen anzulegen. Die erste Gruppe ist der Empfangsraum. Die zweite Gruppe ist die projektübergreifende Gruppe. Das heißt, wenn jemand aus München nach Stuttgart geht oder nach Hamburg, dann muss er nicht direkt wieder in den Empfang rein, dann kann er in die projektinterne Gruppe gehen und sagen, okay, ich habe einen Autounfall, keine Ahnung, bitte helft mir. Die dritte Gruppe ist dann die interne Gruppe, wo wirklich nur die Leute über ihre internen Sachen sprechen können. Danach gibt es noch weitere Gruppen, die man machen kann, aber man lernt sich kennen und man baut Projekte auf. Außerdem kriegt man dann eine Liste von den Themengruppen, die man hat. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Gemeinsam stark jetzt zusammenarbeiten würden, könnten wir zum Beispiel die Themengruppen zusammentun. Warum? Ganz einfach. Weil die Themengruppen, wenn man über Permakultur spricht, wird sich das nicht ändern. Egal, ob man bei der Antifa ist, bei Gemeinsam jetzt, bei den grünen Hosenträgern oder sonst irgendwo. So, ne? Die Themengruppe bleibt die Themengruppe und die kann man, warum sollte man da die Ressourcen auseinandernehmen? Warum kann man die nicht zusammenschmeißen, sodass alle Leute davon profitieren und lernen können? Die Lokalgruppen werden dann von der Gruppe organisiert, die man möchte. Bei uns ist es so, dass jede Gruppe sich selbst organisiert. Sollte also sein, wenn eine Gruppe nicht kann oder wenn man zu lange wartet, dass man selbst eine Gruppe erstellen kann. Ansonsten, wie gesagt, helfen wir so weit, wie wir können, dass wir unterstützen, entweder bei der Selbstfindung oder wenn ihr auch Fragen habt innerhalb der Gruppe. Sollte ein Moderator irgendwann mal austicken, auch das ist möglich. So, ist es so, dass wir eine Unterstützungsgruppe haben, die nennt sich Orga. Ne, wie gesagt, unter Helfer-Support, da helfen wir euch, da helfen wir jedem, der irgendwie Anfragen hat. Wenn da irgendjemand Tabula Rasa macht, ein Moderator, ein whatever, gehen wir dazwischen. Wir unterstützen die Leute, dass sie dann zum Beispiel eine eigene Gruppe aufbauen können und dass es denen wieder gut geht. Es gibt eine Sache, die wir immer sagen, wenn es einem schlecht geht darin, dann bitte sagt frühzeitig Bescheid, dass wir eine Lösung finden, weil das ist ganz wichtig. Lösungen, dass es den Menschen gut geht. Manchmal ist es nämlich auch so, dass Leute sich nicht verstehen und das gibt es nicht bei Helfer, das gibt es überall. So, und das ist in Ordnung. Dann versuchen wir eine Lösung dafür zu finden. Entweder machen wir eine eigene Gruppe auf oder wir gucken nach, dass man irgendwie wieder über Mediation zum Beispiel, dass man den Leuten helfen kann. Eine Frage habe ich jetzt. Du hast gesagt, in dieser ersten Gruppe wird geguckt, ob das passt. Gibt es da Kriterien? Also
sortiert ihr dann, mal ganz böse gefragt, wird man dann aussortiert, wenn man nicht passt, beziehungsweise wann passt man denn nicht? Natürlich sortieren wir die Leute aus. Alle, die unter 1,50 sind, kommen bei uns. Nein, nein. Es kommt immer auf das Befinden an der Gruppe, wo man hingeht. Wie gesagt, nicht wir haben da Regeln. Wir haben 4 Regeln. Die erste heißt schenken oder zum Selbstkostenpreis anbieten. Das machen wir, damit wir gesellschaftlich mit den Leuten klarkommen können. Das zweite ist Vertrauen aufbauen. Das heißt kennenlernen, gucken, dass es funktioniert und dass man sich vertraut. Das dritte ist, dass man Moderatoren wählt, einmal pro Jahr. Diese Moderatoren sind Kontaktpersonen für die eigene Person oder für alle anderen. Damit haben wir das Netzwerk aufgebaut. Und die vierte ist, jede Gruppe kann ihre eigenen Regeln machen. Und das ist, wie man die Regeln macht. So, das sind die 4 Regeln. Dann plus 1 ist, dass man Spaß hat. So, aber das sind die 4 Regeln, die wir brauchen. Das ist das Einzige, wonach wir ein Kriterium haben. Alles andere, das machen die Gruppen selber. Jetzt gibt es zum Beispiel Gruppen, die sagen, du, uns ist wichtig, dass du, irgendwas hast, was weiß ich, dass du spirituell voll auf dem Dampfer bist. So, und jetzt bist du so ein Techniker und du gehst dahin und der macht einen Witz und du verstehst ihn nicht. Und du machst einen Witz und er versteht ihn nicht. Ihr merkt also, dass die Chemie nicht so ganz stimmt. Dich jetzt da rein zu zwängen, also ihr könnt es machen. Ich bin der Letzte, der sagt, nee. So, aber es gibt einige, die dann sagen, nö, wollen wir nicht. Und dann gibt es dann meistens die Probleme. Und wir sitzen dann da und versuchen dann eine Lösung zu finden. Entweder eine neue Gruppe aufmachen, wo wir sagen, okay, wir versuchen dich dann irgendwie reinzukriegen. Oder wir versuchen eine andere Gruppe zu empfehlen oder ähnliches. Aber wir dürfen von außen nirgendwo sagen, was jemand machen darf oder nicht. Außer gegen diese 4 Regeln wird verstoßen. Das heißt, diese Kriterien, wenn es Kriterien gibt, sollte man sich das angucken. Dann haben sie irgendwelche Regeln gemacht. Das ist aber nicht von uns aus und das ist auch nicht von der Idee aus gesehen. Von der Idee aus ist, dass wir alle miteinander und zusammenarbeiten. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Ich möchte jetzt zu Helfer, ich melde mich bei euch, ich gehe in diesen Empfangsraum, sage, hey, ich wohne, keine Ahnung, ich wohne in Berlin und dann wird mir da weitergeholfen. Ich werde dann in meine bereits ansässigen Gruppen geleitet oder mir wird mitgeteilt, okay, die Gruppe gibt's. Es wird geschaut, wo ich reinpasse. Passe ich in keine dieser Gruppen rein? Gibt es dann eventuell eine neue Gruppe für mich? So, und dann? Dann treffe ich mich mit den Leuten vor Ort, werd Teil der Gruppe. Jetzt bin ich zum Beispiel Pädagoge noch und sage, hey, ich würde gern mich in meinem pädagogischen Bereich noch ein bisschen weiter ausleben. Dafür habt ihr dann diese Themengruppen. Und dann geht's los. Das war's dann im Prinzip. Also dann bin ich voll dabei. Ist das so korrekt? Also so ähnlich. Wenn du den Weg, den du jetzt gesagt hast, so beschreitest, bist du nicht in der Empfangsgruppe, sondern dann bist du in der Helfer-Support-Gruppe. So. Um in die Empfangsgruppe zu kommen, das findest du bei uns direkt auf der Karte. Das heißt, du suchst dir direkt aus, in welche Berliner Gruppe du möchtest. Gerade in Berlin ist es so, dass es da mehrere Gruppen gibt und dass man oft genug sich in 3 Gruppen meldet, um zu gucken, okay, wie sind die drauf? Ne? Weil auch da kann es mal sein, dass eine Gruppe zum Beispiel weniger funktioniert. Auch das gibt es. So. Aber je mehr Leute mitmachen, desto cooler wird es und zwar für alle. So, jetzt hast du dich in 3 Gruppen angemeldet. So, dann siehst du da, wer ist Admin da drinnen? Das sind meistens die Moderatoren. So, dann schreibst du die an und sagst, du, ich würde euch gerne kennenlernen. Und entweder gehen die mit dir dann spazieren draußen oder die machen ein dickes, fettes Fest, was sie auch irgendwie in nächster Zeit mehr vorhaben. Oder die machen sonst irgendwas. Egal, was sie machen, du lernst die Leute kennen und dann sagst du, boah, ich bin von denen so geil begeistert, ich würde da gerne mithelfen. Oder du sagst, naja, ist nicht ganz so meins. So. In allen Fällen, ganz egal wie, du entscheidest halt, wie dein Weg weitergeht. So, danach treffen die sich vielleicht einmal die Woche und sagen, okay, was haben wir insgesamt vor? Wir haben zum Beispiel ein 7+1 Strategie, eine 7+1 Strategie. Das bedeutet, dass die Gruppen versuchen sollten, so weit wie möglich 7 Sachen und die eine Sache in irgendeiner Weise zur Verfügung zu stellen. Das heißt, eure Aufgabe ist es, diese zur Verfügung zu stellen. Nicht, weil wir das sagen oder weil wir die Tollsten sind, sondern weil wir denken,
dass das eure Gruppe weiterhelfen würde. Was sind diese 7 Sachen? Das ist Essen, kostenlos oder zum Selbstkostenpreis. Trinken ist meistens in Europa kein Problem, aber in Uganda, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ist es auf jeden Fall ein Riesenproblem. Dach über dem Kopf, Mobilität, Kommunikation, Energie und Heilung. Und in all diesen Sachen versuchen wir, Schulungen anzubieten. Wie kann man das machen? Wie kann man besser sein und so weiter? Ihr sollt euch schulen gegenseitig. Und wenn ihr das nicht macht, gibt es globale Schulungen, wo man das vielleicht lernen kann und so weiter. So, wenn ihr euch da geschult habt, super. Und dann haben wir dieses Plus 1. Dieses Plus 1 heißt Spaß. So, jede Gruppe versucht auch ein bisschen Spaß anzubieten. Das heißt, tanzen, singen, Yoga, keine Ahnung, wir haben von Ü18 Gruppen, also irgendwelche sexueller Art, leider funktioniert das noch nicht so ganz gut, aber egal, vielleicht irgendwann mal. So, ne, bis hin zu, was weiß ich, Fußball spielen, wir haben alles dabei oder ihr könnt alles auf die Beine stellen. So, dieses Projekt lebt vom Mitmachen. Jeder muss selbst ein bisschen aktiv werden. So, was wir machen, ist, wir bieten es an. So gibt es zum Beispiel im Norden eine Gruppe, die trifft sich jeden Tag, mindestens einmal, wenn nicht zweimal. Und die haben jeden Tag irgendwas anderes. Die haben einen Tag Yoga, einen Tag Singen, Tanzen, Videoabend. Sie haben sogar einen Wellness-Tag. Das bedeutet, die haben da so eine Sauna. So, die wird Solarstrom betrieben. Der Solarstrom wurde über Helfer aufgebaut. So. Wird über Solar geschrieben. Da haben die auch noch so eine Liegemassage geschenkt gekriegt, also so eine richtige Massageliege, so heißt das. Eine richtige Massageliege geschenkt gekriegt. So, und die benutzen sie, da kneten die sich gegenseitig, keine Ahnung, also jetzt nicht sexuell, sondern wirklich zum Wohlfühlen, damit man einfach mal den Stress, den man hat, einfach mal abgibt. So, dann machen die machen so viele Sachen zusammen. Die hatten während des Lockdowns richtig Burnout, so viel haben die gemacht. Ja, man kann auch manchmal zu viel Spaß haben. Nein, aber die treffen sich jeden Tag. Das heißt, wie weit du dich da einbeziehst oder nicht, das bleibt dir überlassen. Die da oben, die haben echt ein krasses Leben. Also bei denen geht es richtig ab. Bei anderen geht es weniger ab. Und bei anderen kann es sogar mal sein, dass da gar nichts abgeht. Wenn du jetzt als Pädagogin da bist, dann kannst du einmal in die Berufsgruppe Pädagogen mit reingehen und zu gucken, ob man da zum Beispiel den Leuten helfen kann, eine Schule aufzubauen. Oder Konzepte für Schulen aufzubauen oder zu verbessern. Es gibt ja auch schon Konzepte. Oder du machst eine Orga auf und sagst du, ich hätte gerne. Oder du gehst einfach nur zu den Themengruppen und versuchst dich da ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten und auszutauschen. Das sind so ein bisschen die Sachen, die du machen könntest. Wichtig ist aber, dass du nicht eigentlich in Telegram bist. Also wenn du wirklich es geschafft haben willst in der Gruppe, dann bist du vielleicht, ich sag jetzt mal, pro Tag 10 Minuten bis 30 Minuten im Internet und der Rest machst du mit deinen Leuten in der Realität, weil bei uns geht es eigentlich nur um die Realität. Es geht nicht um Telegram-Gruppen. Es geht darum, dass man miteinander arbeitet und dass man eine neue Welt aufbaut. Und die findet leider draußen statt. Und was heißt leider? Über 3, 4, 5, 10.000 Jahre haben wir gelernt, in der Realität zu leben. In den letzten paar Jahren haben wir es geschafft, vor der Kiste zu sitzen. Das stimmt. Absolut wahre Worte. Ich würde jetzt einfach nochmal das Wort an Uli geben. Ich glaube, im Schreibchat stehen viele Fragen noch offen. Und danach dann nochmal an den Andi hier für Fragen aus dem Sprachchat. Bitte, liebe Uli. Hallo. Ja, da waren eine ganze Menge Fragen. Die hast du aber teilweise dann auch schon selber beim Interviewen oder selber gestellt. Jetzt suche ich mal noch welche raus, die noch nicht gestellt wurden von dir. Und zwar Hi, das mit der dritten Gruppe habe ich noch immer nicht ganz verstanden, wie das genau funktionieren soll. Also es gibt den Empfang, gleich verstanden, die Hauptgruppe, gleich verstanden und dann noch die übergreifende, nicht verstanden. So ist die Frage gestellt worden. Ja, die Frage geht nicht nur an die ganzen gemeinsamen Stark-Leute, sondern auch teilweise an die Helfer-Leute. Das Ding ist damals entstanden, als wir... Ich hatte irgendwann einen Marathon, wo ich 8 Tage lang 7 Stunden pro Tag durchgängig moderiert habe, damit ich die Leute, die bei uns reingeschossen kamen, dass wir die bewältigen können. Also, worum geht's? So,
Das eine ist klar, der Empfangsgruppe, da kann jeder rein. Dann haben wir noch eine Gruppe, die intern nur für euch ist. Bis dahin klar. Was ist die gruppenübergreifende? Wir haben auf der Webseite, kann man sich anmelden. Und wenn man sich anmeldet, hat man erstmal keine weiteren Rechte. Der Moderator schaltet einen frei. Das bedeutet, dass man dann nach der Freischaltung auch weiterhin surfen kann, aber dann ist man ein anerkanntes Mitglied. Diese anerkannten Mitglieder haben eine, oder das bedeutet, dass sie bekannt sind. Bekannte Menschen aus dem Projekt können auch zum Beispiel in eine dritte Gruppe rein. So, stellt euch mal vor, also andersrum, ja. Drei Gruppen. In der ersten Gruppe kommen alle rein, in der zweiten und in der dritten Gruppe kommen alle rein, die sich angemeldet haben und schon in der Gruppe drin sind. Wir haben jetzt also Hamburg, haben wir Hamburg die interne Gruppe und Hamburg eine projektweite Gruppe. In den beiden Gruppen sind alle Leute aus Hamburg drin. Jetzt komme ich aus Köln mit meinem Auto und habe einen Schaden vor Hamburg, einen Autoschaden. Dann müsste ich ja theoretisch in die Empfangsgruppe. Ich gehe aber über die Webseite, weil ich angemeldet bin, gehe ich in die projektweite Gruppe Hamburg direkt rein, wo sowieso alle drin sind und frage danach, ob man mir helfen kann oder nicht. Das heißt, wir machen mindestens drei Gruppen. Mindestens drei Gruppen. Bei dem einen dürfen alle Helfer rein, alle. Oder alle von mir aus auch, ne? Wenn die Orga von dem anders ist, was weiß ich, wir arbeiten mit denen gemeinsam stark zusammen. Arbeiten wir mit denen zusammen, dann dürfen die alle in diese Hamburger Gruppe rein. Und dann gibt es die interne Gruppe. Da sind nur die eigenen Leute drin, da kann man über interne persönlichen Sachen reden. Diese dritte Gruppe haben wir gemacht, damit wir gruppenübergreifend uns gegenseitig unterstützen können. Damit nicht immer alle Leute im Empfang rumhängen und dann nicht reinkommen. Weil die Gruppen nicht öffentlich sind bei uns, ist es so, dass wir ein Zwischending haben mussten. So, und irgendwie muss man sich ja auch austauschen mit den Leuten. Und wenn man um 4 Uhr morgens einen Autounfall hat, ist es halt blöd, wenn man da versucht, den Moderator zu erreichen, der schläft. Aber irgendjemand anders, der einem helfen kann, wäre wach. Dann kann man leider nicht weiterhelfen. Das ist so ein bisschen die Idee davon. Ich hoffe, das wurde jetzt verstanden. Ansonsten bitte nochmal fragen. Also ihr dürft euch auch gerne hier live melden für eure Frage, ne? Oder wenn sie dann nicht beantwortet wurden. Okay, Uli, hast du noch eine Frage für uns? Genau, also vielen Dank für die Beantwortung. Ich glaube, das wurde so ganz gut verstanden. Die nächste Frage ist auch nochmal so ein bisschen zum Funktionieren. Und zwar, gibt es eine sogenannte Basis, wo man seine Schenkung anbieten kann und wo man seinen eigenen Wunsch äußern kann? Jetzt habe ich ein ganz kleines Problem bei der Verständnisfrage. Also wir haben auch eine Schenkerbörse, falls das gemeint ist. Das ist eine Themengruppe bei uns, wo man das, was man möchte, gerne anbieten kann, beziehungsweise wo man Anfragen stellen kann. Ansonsten hat man seine eigene Gruppe, in der man natürlich mit den Leuten reden kann. Das kann man auch in der Realität machen. Das muss man nicht immer im Chat machen. Im Chat ist es einfacher, wenn man da die ganze Gruppe hat. Was wir weiterhin anbieten, ist zum Beispiel, dass wir sogenannte regionale Gruppen machen. Das bedeutet, ihr seid einmal in der Lokalgruppe drin. Das ist so die unterste Ebene, das ist da, wo ihr euch kennt. So, jetzt kann es aber sein, Köln ist etwas mehr als 200, schätze ich mal. Das bedeutet, da können viele Gruppen sein. So, jetzt kann die Kölner Gruppe zum Beispiel hingehen und sagen, weißt du was? Es macht gar keinen Sinn, dass wir nur so viele kleine Gruppen haben. Wir möchten auch eine große Kölner Gruppe haben. Die nennt sich dann Regionalgruppe. In dieser Gruppe können über 200 Leute drin sein. Da sind alle Gruppen aus Köln mit drin. Dann gibt es eine weitere regionale Gruppe. Die nennt sich dann NRW. Da sind dann alle Gruppen aus NRW drin. Und dann gibt es eine überregionale Gruppe, die ist dann deutschlandweit. Dann gibt es eine überregionale Gruppe, die ist europaweit und dann ist eine globale Gruppe, die ist weltweit. So, weil in Bali zum Beispiel können auch Deutsche leben, die auch eine Gruppe haben und die wollen das vielleicht auch irgendwas anbieten oder nicht. In jeder dieser Gruppe, wenn die existiert oder wenn ihr da drin seid, in jeder dieser Gruppen könnt ihr natürlich eure Schenkungsanfragen oder wenn ihr was braucht, könnt ihr anfragen.
oder ihr könnt über die Moderatoren das Ganze machen, die dann speziell mit anderen Moderatoren in Verbindung sind. Das ist dann etwas anonymer und dann kann man dann zum Beispiel auch Fragen und Gesuche stellen. Also, falls ich das jetzt richtig verstanden habe, aber das sind so ein bisschen die Sachen, wie man bei uns was schenken kann beziehungsweise bekommen kann. Abgesehen noch von der, wie gesagt, Themengruppe Schenkerbörse. Wenn es sonst irgendwas Spezielles ist, kann man immer noch zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wie wäre es, wenn wir dazu eine eigene Gruppe machen? Aber das wäre dann bei ganz speziellen Fällen, da fällt mir jetzt nichts ein, aber da könnt ihr auch, da kann man reden. Weil wir sind relativ offen und wir versuchen relativ mit den Leuten zusammenzuarbeiten, dass wir da was finden. Ja, ich glaube, so ganz wurde die Frage jetzt nicht richtig beantwortet. Ich versuche es nochmal. Und zwar gibt es eine sogenannte Basis, wo man seine Schenkung anbieten kann, wo man genau äußern kann, welchen, also was für einen Wunsch man hat. Also zum Beispiel, also so hatte ich zumindest die Frage verstanden. Ich renoviere mein Haus und ich brauche dringend jemand, der mir die Wände streicht. Gibt es dann so eben eine Suchfunktion, wo ich oder irgendwas, wo ich dann reinschreiben kann? Ich suche jemanden, der jetzt gerade Lust hat, hier mal zu helfen. Ja, genau. Das sind bei uns die sogenannten, also in den Lokalgruppen, das würde in der internen Gruppe laufen oder es würde in der Regionalgruppe laufen. Es kommt immer darauf an, was ist. In Köln zum Beispiel werden einige Gesuche in der Regionalgruppe einfach so reingeschrieben. Dafür sind die Gruppen bei uns da. Das ist zum Austausch dessen, dass man das, was man sucht, dass man da hat. Eine macht auch jetzt nicht Sinn, dass wenn du jetzt bei dir zu Hause in, ich sag jetzt mal, du wohnst in, und das weiß ich, in Kassel wohnst du, so, dass da jemand aus Bali zum Beispiel hingeht und sagt, ja, ich streich dir irgendwas. Nein, du versuchst in deiner Gruppe zu fragen oder in der Regionalgruppe. Das heißt, in der Gruppen drumherum, da fragst du einfach nach, wer kann dir helfen? Und genau dafür ist es da. Also ja, wir haben sowas überall. Aber das sind halt unsere Gruppen selber. Da einige Leute machen das immer mit Hashtag Suche und dann Doppelpunkt und dann schreiben sie, was sie brauchen. Und diese Suche wird dann weitergegeben. Und das bedeutet dann auch, dass ich, wenn ich jetzt auch eine Dienstleistung anzubieten habe, dass ich die dann auch so in die Gruppe reinschreibe. Genau das. Dann schreibst du Hashtag biete. Bei den meisten, es kann auch sein, dass einige das einen Tick anders machen. Aber ja, weil, wie ihr das macht, das bestimmt jede Gruppe einzeln für sich. So, aber die Regeln sind meistens klar und die Leute helfen auch einem immer wieder. Also auch wenn du neu bist, wirst du direkt feststellen, wie das Ganze funktioniert. Alice, ich habe noch zwei Fragen. Soll ich die jetzt gleich vorlesen oder wie möchtest du weitermachen? Ja, genau. Nee, lese sie vor und dann können wir auch noch gerne Fragen hier aus dem Live-Chat dran nehmen. Okay. Ich bin selbstständig, bin am Land, zahle Miete, habe Mitarbeiter. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie ich in euer System wechsle. Gibt es Vorschläge? Also ich glaube, da geht es vor allem darum, so dieses eben insgesamt jetzt mein Leben da einzubringen oder so. Ja, natürlich. Es gibt ohne Ende Vorschläge. Also, die Frage ist, wie ist das Unternehmen aufgebaut? Ich selber habe Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, ich kenne mich auch mit internen BWL-Sachen und Ähnliches aus. Da könnte man, ich sage jetzt mal zwei oder drei, einfach mal salopp, das muss bitte nicht darauf passen, aber sowas könnte man machen. Solange wir intern innerhalb von Helfer arbeiten, könntest du, nicht musst du, deine Arbeit zum Beispiel innerhalb von Helfer sagen, okay, ich biete es kostenlos an und außerhalb kostet es was. Jetzt haben einige Leute Angst und sagen, du, aber dann kann ich nichts bezahlen. Ja und nein. Dann kannst du sagen, okay, ich biete zum Beispiel 3 oder 4 Kunden pro Monat an, dass die kostenlos haben können, höchstens, weil ansonsten können wir uns das nicht leisten und das andere machen wir dann kostenlos. Also das wäre eine Möglichkeit. Das andere ist, dass die Mitarbeiter alle bei Helfer sind, weil bei uns kann man zum Beispiel auch Unternehmen gründen. Unternehmen, die mit Helfer zusammenarbeiten, funktionieren folgendermaßen. Alle sind Teilhaber des Unternehmens. Ja, für den meisten Chefs heißt das, aber
hat einen riesen Vorteil. Wenn wir keinen Gewinn machen, kriegt keiner Geld. Wenn wir Gewinn machen, teilen wir das anständig. Bei uns, bei Helfer, ist es so, dass wir diese Kosten und die Gewinne alle öffentlich machen, so dass alle Leute wissen, okay, das und das ist passiert und das haben wir bezahlt. Diese Helferunternehmen können aber auch subventioniert werden von den eigenen Leuten, weil wenn die Leute zum Beispiel ein Minus machen und die Gruppe selber findet, dass die Arbeit so gut ist und so wertvoll ist, dass man sie braucht, dann kann sie auch Geld schenken, sodass das Unternehmen überlebt, auch in schwierigen Zeiten. So, ne? Also da geht es darum, dass man denen Geld gibt, obwohl sie keine Leistung bringen. Also man bezahlt sie nicht für die Leistung, sondern man bezahlt sie dafür, dass es den Menschen gut geht. Es ist also kein Tausch. Es ist ein sich gegenseitig aus der Patsche helfen. So, bei uns wird das Menschlichsein in den Vordergrund gestellt. Und die dritte Lösung, die man anbieten könnte, ist, dass man guckt, dass man zum Beispiel auch die Hilfe von außen bekommt. Ne? Weil es ist ja nicht nur so, dass man nur arbeitet für andere. Man bekommt ja auch was. Und man kann auch sagen, okay, das Unternehmen selber kommt nicht zur Helfer, aber ich. Dann hilft man also nur abends nach der Arbeit und versucht ein bisschen zu helfen. Oder der Ehepartner versucht zu helfen und so weiter. Worauf man nur achten sollte, ist, dass man die Hilfe, die man anbietet oder bekommt, dass sie nicht fürs Unternehmen gemacht wird, auf gut Deutsch. Es gibt einige Leute, die sagen, okay, pass mal auf, ich bin bei Helfer, mein Unternehmen läuft schlecht, kannst du mir bitte die Webseite kostenlos machen für das Unternehmen? Das wäre keine Helferleistung, weil, also man kann das natürlich machen, wer bin ich zu sagen, das darf man nicht, aber dann wäre es ein Missbrauch, weil der Missbrauch wäre, der eine benutzt es, um Geld zu verdienen und gibt dieses Geld dann nicht anderen Leuten. Das wäre unfair. Wir versuchen also fair miteinander umzugehen und zu sagen, okay, ne, wenn du kein Geld damit verdienst, also wenn du als Privatperson nur als Privatperson reingehst, dann helfen wir dir auch als Privatperson. Wenn es um dein Unternehmen geht, können wir ja immer noch so machen, dass wir einen Job daraus machen. Du kannst es ja immerhin auch steuerlich absetzen, wenn du weitere Kosten hast. Das und noch mehr. Es gibt tausend Sachen, die man machen könnte. Man müsste sich da genau reinfuchsen und gucken, was man machen kann. Aber ich wollte jetzt einmal mal die Chance nutzen und zum Beispiel Unternehmen erklären, wie man das machen könnte. So, wenn es ums Essen geht, kriegt man natürlich Essen. Und man darf auch während der Arbeitszeit Helferessen essen. Also ne, jetzt bitte nicht verrückt werden und sagen, ah, hier geht es ums Herz bitte, nicht um irgendwelche Regeln. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Zum Teil, denke ich, wurde die auch schon beantwortet. Ich lese gerade jetzt noch mal vor. Kann also in einer Helfergruppe in einem Notfall auch Geld zusammengelegt werden oder geht es da grundsätzlich nicht um das Geld? Es kann auch Geld zusammengelegt werden. Aber wenn es um Geld geht, und dann bitte ich wirklich jeden darauf zu achten, es ist wirklich absolut wichtig und es entsteht sehr viel Krach und sehr viel Durcheinander. Wenn ihr mit Geld handelt, solltet ihr wirklich ein super Vertrauen zueinander haben. Es gibt in Marokko ein paar Gruppen, die machen Folgendes. Die legen einen Topf in der Mitte des Hauses, die Türen sind offen und da legen sie Geld rein. Das Geld, was sie haben, das legen sie rein. Und wenn jemand was braucht, holt er sich da was ab, geht was kaufen, legt den Rest wieder rein. Ihr könnt da Tag und Nacht reingehen, keiner wird Angst haben, dass das Geld wegkommt und keiner wird es missbrauchen. So, das ist Vertrauen. Wenn ihr dieses Vertrauen habt, dann könnt ihr das genauso machen. Es geht bei uns nicht darum, Geld loszuwerden, weil die Gesellschaft da draußen, die braucht es. Es geht nur darum, dass wir uns nicht gegenseitig ausnutzen. Darum geht es bei dem Geld. Geld ist per se, oder mathematisch gesehen, ist es ein Ding, das Machtmissbrauch ermöglicht, und zwar ganz krass. Das heißt aber nicht, dass wir ohne Geld leben können, momentan, weil die Gesellschaft es braucht und sie uns ansonsten nicht reinlässt. Und ohne die Gesellschaft haben wir Riesenprobleme. Immerhin hat diese Gesellschaft das Gewaltmonopol und das muss uns klar sein. Das können wir ändern, wenn wir irgendwann eine Mehrheit haben. Aber bis dahin müssen wir miteinander und zusammenarbeiten. Auch dann würde ich mir wünschen, dass wir immer noch miteinander zusammenarbeiten, auf friedliche und anständige Weise. Nur ab irgendwann mal können wir sagen, Jungs, okay, jetzt reicht's aber. Nur nicht, wenn wir unter 3 Millionen sind in Deutschland. Dann haben wir ein Problem. Das ist die Zahl, die die Soziologen sagen, die braucht man, damit ein System leicht kippt oder dass wir zumindest
wie kritische Masse erreichen, damit auch ein Großteil mitbekommt, dass es uns gibt und dass sie uns auch akzeptieren. Okay, super. Dann habe ich jetzt mal keine Fragen mehr, Ali. Jetzt bist du wieder dran. Alles klar. Andi, gibt es denn Fragen noch hier aus dem Sprachchat? Duell gibt es keine. Doch, jetzt meldet sich Karin nochmal. Alles klar, Karin, du darfst. Ja, hallo, ich bin's nochmal. Karl, du hast vorher schon ein paar Fragen von mir beantwortet. Und zwar hast du bei einer der Antworten dann auch gesagt, dass es zum Beispiel, also ich nehme das nur als Beispiel, möglich wäre, wenn man sagt, man könnte die Helfer könnten zum Beispiel eine Wohnung kaufen. Dieses Kaufen würde ja wahrscheinlich so aussehen, dass man dann praktisch an den Rand geht vom Helfer und mit der Gesellschaft praktisch einen Handel betreibt, indem man also Geld ausgibt, um eine Wohnung zu kaufen von Menschen, die noch nicht in Helfer sind. Und damit das funktioniert, muss man ja, soweit ich jetzt noch weiß, eigentlich eine juristische Person sein, um das zu kaufen. Und ist es dann zum Beispiel so ein Unternehmen, von dem du gerade vorher gesprochen hast? Oder wer ist dann diese juristische Person? Und wenn diese juristische Person, also ich nehme an, das ist dann keine Einzelperson der Helfer, sondern das ist die Gruppe eben. Und das gehört dann denen, das ist der Besitz von denen. Und das hat aber jeder den Anspruch, eigentlich das zu beanspruchen, zum Beispiel meine Wohnung. Wenn die jemand anderer dringender bräuchte als ich, dann hätte der den Anspruch, dahin zu gehen. Oder wie würde das dann sein? Also das ist meine Frage. Okay, wir gehen jetzt in eine sehr juristische Sache und alles, was ich jetzt sage, ist bitte nur ein Beispiel und ich bin kein Jurist. Erstmal, wer weiß, wer das alles hört, das möchte ich auf jeden Fall erstmal klarstellen. So, also, es gibt Großunternehmen, haben da ein, zwei Ideen, wie man das Ganze machen kann, um zum Beispiel relativ anständig und günstig davon zu kommen. Eine Sache davon wäre, nur als Beispiel, wir gründen eine Stiftung. In dieser Stiftung steht in der Satzung drin, dass es zum Gemeinwohl dient und dass, wenn die Stiftung aufgelöst wird, dass es wieder einem Gemeinwohl zukommt, die Werte der Schenkung drin hat, die Werte der das hat und so weiter. Also bestimmte Bedingungen, die Gesellschaft, die das kriegt, haben muss. Ne? Was passiert bei einer Auflösung und so weiter. So, das heißt, wir haben eine Stiftung. Die Stiftung ist meistens steuerfrei, weil es Gemeinwohl. So, die wiederum macht eine Holdinggesellschaft auf mit einer GmbH als Beispiel. Eine Holdinggesellschaft hat nichts anderes als weitere Unternehmen unter sich. Sie hat sonst keinen Besitz, sie hat aber weitere Unternehmen. GmbH ist eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, diese darf zum Beispiel auch steuerfrei Sachen kaufen, verkaufen. Die macht aber auch keinen Gewinn, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin kein Jurist. Habe ich vergessen. So, gut. Dann haben wir jetzt deine Wohnung. Deine Wohnung, dafür gründen wir eine eigene GmbH. Diese ist zum Beispiel der Eigentümer deiner Wohnung. Diese GmbH ist ein Teil der Holdinggesellschaft. Du bist dann die Gesellschafterin dieses Unternehmens und damit bist du quasi der Chef deines Hauses. Kommt die Polizei jetzt zu dir und sagt, du, wir machen eine Pfändung wegen whatever, sagst du, viel Spaß. Dann sagen die, ja, wir möchten ihr Haus oder ihre Wohnung haben. Dann sagst du, wenn ich eine hätte, könntet ihr sie haben. Und dann sagen die, ja, aber du wohnst da drin. Dann sagst du, ich wohne da nicht drin. Also ich wohne da schon drin, aber ist nicht meins. Ich bin nur Gesellschafterin. Es kann dir aber auch keiner diese Wohnung wegnehmen, weil du bist die Gesellschafterin. So, jetzt nimmt man euch die Gemeinnützigkeit weg. Das heißt, du müsstest Steuern dafür zahlen. Dafür haben wir die Holdinggesellschaft, die eine neue GmbH eröffnen kann. Die verkauft dieses Haus an die neue Firma, die gegründet wurde, setzt dich wiederum als Gesellschafterin ein und du bist wieder Chefin einer gemeinnützigen GmbH. Nimmt man der Holding die Gemeinnützigkeit weg, kann die Stiftung eine neue
GmbH Holding aufmachen, die gemeinnützig ist, und damit haben wir wieder die Gemeinnützigkeit und damit entfallen wieder die Steuern, die man an den Staat zahlen muss. So, das sind Konzepte, die zum Beispiel Großkonzerne haben und ähnliches. Damit schaffen die es zum Beispiel, an dem Fiskus ziemlich viel Geld rauszutun. Wir würden es schaffen, wenn wir sowas machen, dass wir dieses Konstrukt oder solche ähnlichen Konstrukte, die etwas besser sind, weil nicht ich sie mache, sondern weil sie von mehreren Anwälten überprüft werden und gemacht werden und von eigenen Leuten, Wirtschaftlern, die das Ganze ausrechnen und gucken, wie es passiert, dass die gucken würden, dass niemand einen Vorteil davon hat und dass jeder das hat, was er mag. Außerdem muss man die Häuser nicht kaufen. Wir können sie ja auch vererbt bekommen, geschenkt bekommen oder ähnliches. Da gibt es auch diverse Sachen, wie man zum Beispiel Häuser zuführen kann in so einem Ding. Aber ja, die würden dann mit einem Gründungsvertrag oder wie heißt die Dinger? Egal. Jedenfalls ne, diese Präambel, die man hat, also ne, um so eine Stiftung zu gründen, da drinnen muss dann, wird dann drinstehen, was ist. Und ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, bevor ihr irgendein Haus verkauft an irgendwas, könnt ihr natürlich in alle diese Dokumente reingucken. Die könnt ihr auch bei Anwalt nochmal gucken mit euren eigenen Anwälten, ob das alles in Ordnung ist oder nicht. Aber bitte, so weit sind wir noch nicht. Ich suche noch Leute, die das ganze Projekt auf die Beine stellen, weil es ist wichtig, dass es auf anständigen Füßen steht. Und das ist mir wichtiger als irgendwas. Und es ist ganz wichtig, dass nicht eine Person davon einen Vorteil hat, sondern wirklich, dass es der Gemeinnützigkeit dient. So. Das heißt, nein, keiner würde dir dein Haus wegnehmen können, auch nicht, wenn er es mehr bräuchte. Wenn jemand eine Wohnung mehr bräuchte, dann fragt er bitte in seiner Gruppe nach, die er kennt. Weil das ist der erste Ansprechpartner für euch. Weil das Vertrauen ist genau da. Weil es kann jeder kommen, der sagen, ich brauche das Haus, aber wir kennen die Person nicht. Die eigene Gruppe kennt sie. Bitte, Vertrauen ist die zweite Regel und eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Wenn kein Vertrauen da ist, dann können wir auch nicht mit großen Sachen hantieren. Das ist ganz wichtig. Ohne dieses Vertrauen funktioniert es nicht. Okay, haben wir denn noch Fragen hier aus dem Sprachchat? Aktuell gibt es keine. Doch, die Karin hat noch mal eine Rückfrage, nachdem sich keiner meldet. Sonst, Karin, bitte. Genau, ansonsten würde ich dann auch noch mal im Schreibchat die liebe Uli fragen, ob es da noch was gibt. Bitte, Karin. Ja, ich habe ganz kurz noch eine Rückfrage. Und zwar, Karl, du hast gesagt, dass man mich zum Beispiel zur Gesellschafterin einsetzen könnte in einer GmbH. Und ich könnte dann diese Wohnung oder Haus oder so bewohnen oder, sage ich jetzt mal, als Steward, also dass ich praktisch für die Wohnung zuständig bin und dass ich die so lange bewohnen kann, wie ich das möchte. Wäre es denn auch möglich, ich nehme an, wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Haus hätte oder eine Wohnung, könnte ich das dieser Stiftung schenken und könnte auch dieses Haus dann, wäre das gestattet, dass man die Bedingung dann dran stellt, dass ich dieses Haus und diese Wohnung der Stiftung schenke und es auch selber bewohnen darf? Oder ist es so, wenn ich was der Stiftung schenke, dann wird es zuerst mal allen zur Verfügung gestellt und wer bestimmt dann, der darin wohnen darf? Also, bei sowas ist es, okay, ich versuche es mal andersrum zu sagen. Deine Fragen verstehe ich, die kommen aus der Angst und deswegen versucht man sich abzusichern. Das Ding ist, wenn wir was geschenkt kriegen, dann nur zu den Bedingungen, zu denen du das schenkst. Solange es nicht in irgendeiner Weise ausgenutzt wird oder ähnliches, machen wir natürlich jede Art von Sicherheit dahin, solange es irgendwie erträglich ist. Also jetzt nicht, dass du sagst, okay, das Ding ist so, dass wenn das Ding kaputt geht, dann zahlt Helfer und ich sitze nur da drin und habe ein lebenslanges Wohnrecht und dann zerstörst du das Haus, irgendwie sowas. Na, also das wird natürlich dann geguckt, aber wir gehen wirklich davon aus, dass man, dass wenn sowas ist, wenn man sowas konkret ist, hier geht es nicht darum, dass irgendjemand was ausgenutzt bekommt. Hier geht es wirklich darum, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das heißt, das Vertrauen muss da sein. Und ja, in dem Fall geht es um viel Geld. Aber es geht erstmal geht es darum, das ist dein Eigentum. Das heißt, du bestimmst erstmal, was passiert. Und wir gucken zusammen, dass es anständig gemacht wird.
So, wenn es über so was Großes geht, über so viel Geld, dann werden wir, und das meine ich so, das Ganze, oder du, so würden wir empfehlen, über Anwalt zu machen. So, über deine Anwälte, über unsere Anwälte, über keine Ahnung. Also unsere, es gibt kein unsere. Jeder Anwalt ist frei. Es gibt kein meins. So, also ich habe immer ein Problem und das habe ich tatsächlich auch als privat, also als wirkliche Person. Ich verwechsle manchmal das Ich und das Wir, weil das Ich und das Wir ist bei mir dasselbe. Ich persönlich zum Beispiel, ich würde ungern was mit diesen Immobilien zu tun haben. Ist mir zu kompliziert, das Ganze. Ich habe Wirtschaft studiert. Das heißt nicht, dass ich es nicht kann. Aber ich habe keinen Bock mehr darauf. Wie dieses meins, deins, das geht mir echt auf den Senkel. Ich würde, wenn ich du wäre, ich würde versuchen, das so anständig wie möglich zu machen und ich würde dich unterstützen. Ich habe davon nichts. Ich habe nichts davon, weil ich gehöre nicht dazu. Ich lebe in einem Wohnmobil und da will ich auch gerne drin bleiben. Ich habe momentan ungefähr 35.000 bis 40.000 Leuten, die wir haben, habe ich, keine Ahnung, 20.000 Wohnungen, in denen ich schlafen kann fast. So, ich habe nichts davon. Jeder Eigentum ist für mich eine Belastung. So, aber ich weiß, dass wir das brauchen und ich weiß, dass wir das brauchen werden und es recht bei einer Wirtschaftskrise oder ähnliches. Und da müssen wir uns zusammensetzen. Und da werden wir versuchen, das Beste für dich und für uns rauszuholen. Wenn ich sage für dich, dann meine ich, solange du da bist, ist es deins. So. Nur rechtlich gesehen müssen wir versuchen, dass wir das auch in trockene Tüchern reinkriegen. Da würden wir dich unterstützen, so weit wie möglich. Und da brauchen wir große Sachen. Weil erst wenn wir zusammenhalten können, können wir einzelne Schäden machen. So gibt es auch zum Beispiel einige Ideen, wo wir Versicherungen fair machen können. Fair ist wirklich fair, dass jeder sein eigenes Konto hat und auf das Konto auch reingucken kann und ähnliches, so dass wir nicht die ganzen Häuserbauten in Frankfurt mitbezahlen, sondern dass das da ist. Aber wir brauchen Wirtschaftler. Und ja, dann geht es um Geld und ja, da geht es um ganz große Sachen. Aber nein, Lust habe ich nicht dazu. Das ist nur aus der Not, wird das geboren und es muss in trockene Tüchern gesetzt werden. Aber dafür brauche ich Leute, denen wir vertrauen. Das muss wirklich anständig überprüft werden. Das heißt, wir werden da, wenn wir sowas auf die Beine stellen, 30 bis 40 Mal nochmal gucken, ob das alles richtig ist oder nicht. Weil das legt Tür und Tor offen, damit man es ausnutzt. Und ich kann deine Sorge verstehen und ganz ehrlich, ich kann dir erst etwas sagen, wenn das Ganze fertig ist. Und wir werden das dann nochmal überprüfen. Also das ist jetzt nichts, wo man rumspielt. Das ist, wie gesagt, eine Idee. Die Idee versuchen wir immer weiter auszubauen. Und dass wir das irgendwann mal hinkriegen, dass wir das umsetzen. Aber bei uns dauert es etwas länger, weil wir es anständig machen wollen. Das ist Dings. Und du brauchst da auch keine Angst haben. Und bevor da nichts fertig ist, würde ich auch ungern, dass wir da sagen, ja, gib oder nimm oder mach, sondern lass uns da zusammenarbeiten. Wer sich mit Wirtschaft auskennt, kann sich gerne bei uns melden. Können wir gerne nochmal reden. Aber bei sowas, da geht es nicht um ein bisschen was, da geht es wirklich um dein Leben und so weiter. Da möchte ich gerne, dass du absolut sicher daran bist. So, und mir geht es um dich, mir geht es um den Menschen, mir geht es nicht um irgendeinen Blödsinn. So, also das nur mal so. Ja, und dann hätte ich noch eine Frage von Markus K. oder einen Hinweis. Markus, du darfst. Ja, moin, Kell. Markus aus Hannover, kennst du mich noch? Ich habe dir ja die Fotos geschickt, ne? Von dem Umzug aus Bonn. Hör mal, wir haben unten in da unten im Westerwald haben wir einen Hof. Da ist eine Dame, die hat einen Hof mit 3,5 Hektar Ackerland, eine Scheune, wo sie gerne Wohnungen rausbauen möchte und einen Privatwald dazu. Und dort unten möchten wir die Selbstversorgung in Gang setzen. Was ist deine Meinung dazu? Weißt du überhaupt schon was davon? Also ich kenne mehrere Gebiete, wo genau solche Projekte gerade starten. Ich finde das gut. Je mehr wir anfangen, desto besser wird es. Selbstversorgung ist immer ganz gut. Vor allen Dingen stärkt das immer den Gruppenzusammenhalt und so weiter. Das kennen wir zum Beispiel aus Ungarn und diversen anderen Gegenden. Wie gesagt, wir sind nicht nur an einem Ort, wir sind an vielen Orten unterwegs und ich kriege einiges mit.
Es ist ein Hammerding, wenn ihr das schafft, ist ein Hammerding. Wenn ihr Hilfe braucht, haben wir genug Leute, die euch unterstützen könnten, entweder per Tipps oder auch konkret vor Ort. Da müssten wir gucken, was. Da wir uns ja sowieso kennen, werden wir wahrscheinlich schon weiterhin in Kontakt bleiben. Und wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Dafür sind wir da oder wir kennen halt Leute, die euch unterstützen. Hallo? Markus, wolltest du noch was sagen? Ja, ja, klar. Nee, da unten haben wir ja die beste Voraussetzung überhaupt, die wir da unten im Westerwald haben, weil das Objekt, das brauchen wir ja gar nicht erst erwerben, weil die Dame stellt das ja zur Verfügung. Das ist ja das ist ja das Krasse daran. Ne? Und die will ja von den 3,5 Hektar will die aufstocken auf 7 Hektar Land. Und da können wir schon einige Leute mit versorgen. Ne? Und ich bin ja auch zurzeit jetzt bundesweit unterwegs, um die Höfe zu besorgen. Ja, bei sowas seid nur ein bisschen vorsichtig, weil wenn Sie das Jetzt ist er rausgeflogen, scheinbar. Jetzt ist er rausgeflogen. Hallo? So. Ja, jetzt ist er wieder da. Okay. Also, seid nur bei bitte eine Sache vorsichtig. Wenn ihr Land zur Verfügung bekommt oder wenn ihr Leuten direkt beim Hausbau helft und ihr kennt sie nicht, bitte seid vorsichtig. Ich habe nur in einem einzigen Fall einmal nur mitbekommen. Ich glaube, über 100 Fälle hat es funktioniert, aber in einem Fall hat es nicht funktioniert, dass man gesagt hat, okay, repariert die Bude, dann könnt ihr sie benutzen, dann hat man sie repariert und dann hat man die Leute nicht reingelassen. Seid bitte vorsichtig, arbeitet mit den Leuten anständig zusammen, aber lernt sie auch bitte kennen. Wie gesagt, in den meisten Fällen funktioniert es. Wenn es mal nicht funktioniert, ist es halt so. Aber merkt euch die Person, vergesst sie nicht, weil genau das ist es ja. Ne? Das Kennenlernen, das kann auch dazu führen, dass man auch mal schwarze Schafe trifft. Bei uns bei Helfer ist nicht alles vollkommen immer in Ordnung und funktioniert auch alles. Nein, auch bei uns gibt es sehr viel, wo wir noch zu lernen haben, wo wir mal daneben getreten sind oder und so weiter. Also nicht alles ist immer rosig, aber wir haben keinen Riesenverlust und das ist halt der Vorteil. Wenn ihr so Leuten helft, achtet darauf, dass ihr anständig miteinander arbeitet. Wenn ihr sie gar nicht kennt, könnt ihr ja gerne einen Vertrag machen, der sagt, okay, dass wir das Land auch weiterhin nutzen können oder ähnliches. Ne? Also nur weil wir schenken oder ähnliches, heißt das nicht, dass, ja, das wäre jetzt ein wir helfen zwar, aber wir möchten das auch nutzen, ne? Nur hier geht es darum, wenn man in irgendeiner Weise sehr, sehr viel, also über dessen, was man normalerweise geben würde, dass man sich da ein bisschen absichert und sagt, okay, wir machen jetzt einfach einen Handel, dass wir zusammenarbeiten, ne, und dann wird das einseitig gebrochen, dass man dann zumindest irgendwas hat. Also, achtet nur darauf, dass ihr euch auch nicht da veräppeln lässt. Das kann immer passieren. Das kann aber auch passieren, wenn ihr stinknormale Verträge macht und auch dafür Geld kriegt. So, wir leben halt in einer Zeit, wo Egoismus sehr hoch gehalten wird. Seid ein bisschen vorsichtig. Aber das heißt nicht, ne, wenn ihr auf Sicherheit setzt, dann verliert ihr die Offenheit und das, was ihr insgesamt bekommt. Ihr müsst also eine Balance finden zwischen Sicherheit und Dings. Ne, ihr müsst nicht ganz blauäugig reingehen, aber ihr müsst auch nicht absolut Angst haben, das. Macht das, was euch Spaß macht und schlimmstenfalls, auch wenn es mal daneben geht, ne, ist es passiert, aber dann habt ihr was gelernt und durch dieses Lernen kommt ihr auch weiter. Einfach mal so als Gedankenspiel. Okay, ich würde jetzt nochmal, Markus, vielleicht später nochmal, wir fragen jetzt einfach mal die Uli, damit auch andere Fragen noch drankommen können, ob es noch Fragen aus dem Schreibchat gibt. Ja, genau. Ich habe ja jetzt auch selber mitgehört natürlich und habe selber noch mal eine Frage. Und zwar, was ist denn die Konsequenz dann, wenn jemand sich rausstellt als nicht vertrauenswürdig? Also wenn er eben gerade ausgenutzt hat, wird er dann aus Helfer verbannt und gesperrt, dass er nie mehr dazu kann? Oder gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Wie wird mit so jemandem umgegangen dann? Also das Wichtigste gerade beim Vertrauensbruch ist, dass man das, was passiert ist, aufarbeitet.
Das heißt, als allererstes wird miteinander gesprochen. Wir haben ein Riesenproblem. Wir haben ein Problem, dass diverse Menschen verschiedene Ansichten haben. Das ist erstmal kein Problem, das ist ja schön und das brauchen wir. Aber jetzt hat sich zum Beispiel einer das und das gedacht und der andere hat sich was anderes gedacht. So, jetzt fühlt sich der eine ausgenutzt, weil das nicht in seinem Sinne passiert ist. Was machen wir normalerweise? Normalerweise gehen wir vor Gericht und sagen, okay, das Ganze müssen wir jetzt überprüfen. Und der Richter sagt, ja, nein, vielleicht, der hat recht, tschüss. So. Warum macht man das? Ich habe, wie gesagt, ich habe im Selbststudium Psychologie gemacht. Und das ist richtig witzig, wenn man sich in der Paartherapie, wenn man das eine von dem einen anhört und wenn man dann das andere von dem anderen hört. Dann denkt man, manchmal waren diese zwei Leute im selben Ort. So, oder reden die überhaupt vom selben? Weil die Geschichten so unterschiedlich sind, dass man keinen Bezug zueinander findet. Das heißt, was machen wir als erstes? Als erstes versuchen wir dann zu gucken, was ist wirklich passiert. Das ist immer das Erste, was passiert. Wir wurden deswegen, haben wir schon oft eins auf die Nuss gekriegt von diversen Gruppierungen oder von Einzelpersonen, weil sie, während wir beim Untersuchen waren, uns ausgenutzt haben weiterhin und dann weiterhin Schaden gemacht haben. Ist der Schaden zu groß, haben wir die Leute natürlich erstmal gesperrt, um sie, ne, um den Schaden zu verhindern und dann zu gucken, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Und trotzdem bekommt jeder bei uns noch ein oder zweimal die Chance, dass wir miteinander reden und dass wir überhaupt herausfinden, was ist. Weil das Wichtigste, was passiert, ist, dass wir das aufarbeiten. Gerade in der Psychologie weiß man, Aufarbeitung ist das Wichtigste. So, und auch wenn man zum Schluss zu einem Disagree sich entscheidet, also zu einer Sache, wo man sagt, okay, wir können nicht mehr miteinander arbeiten, ist es wichtig, dass man das aufarbeitet, auch wenn man zu diesem Schluss kommt. Weil dann kann man damit zumindest abschließen. So, also, ist es so schlimm, dass Menschen entweder psychisch oder körperlich in irgendeiner Weise so kaputt gemacht werden oder gemacht werden können, müssen wir die Menschen schützen und dann können wir einfach nicht zulassen, dann müssen sie raus. Ob sie für immer raus müssen oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber als allererstes geht immer der Schutz der Menschen. Das ist der erste. Der zweite ist das nicht der Fall, können wir gucken ganz in Ruhe. Wir haben extra ein Mediatorenteam, wir haben eine neue Art, wie wir mit diesem Problem umgehen. Das heißt, jeder kriegt einen sogenannten Paten. Der Pate ist derjenige, der zwischen den beiden Gruppierungen sich hinsetzt und mit denen redet. Dieses Reden hat nichts mit Mediation zu tun, sondern es ist der erste Versuch, die Kontaktparteien so zu aktivieren, dass sie miteinander reden können. Dann holen wir zum Beispiel Psychologen hinzu, die dann zwischen diesen beiden Parteien versuchen, in irgendeiner Weise konstruktiv was hinzukriegen. Findet man jetzt heraus, dass es mit Absicht passiert ist und dass keine Reue da ist oder dass wir nicht irgendwie versuchen, das in irgendeiner Weise wiederherzustellen, ne? Also irgendwie ist es so, dass man dann versucht zu sagen, okay, dann muss wohl derjenige, der den Blödsinn gemacht hat, muss wohl raus. Ist es so, dass es ein Ding ist, dass beide schuld dran sind und dass sie sich nicht einigen können, versucht man irgendeine andere Lösung zu finden. Ich sage jetzt bitte mal salopp, bitte, das ist nicht die Lösung, aber salopp, okay, komm, wir trennen diese zwei räumlich. Die eine gehen in eine Gruppe, vielleicht machen wir eine zweite Gruppe und dann versuchen wir da zwischen den beiden irgendwie zu vermitteln. So. Dann gibt es auch noch tausend andere Lösungen, aber dafür bin ich ja dann nicht da, dafür ist der Mediator da. Wenn ich irgendwann Mediator bin, werde ich auch gucken, was konkret gemacht werden kann. So. In einigen Fällen, wo zum Beispiel Bots oder Faker drin sind oder ähnliches, die können wir bannen. Der erste Bann, der gilt, ist erstmal für die Gruppe. Die Gruppe kann selber sagen, so, wir haben ein Misstrauensvotum gegen diese Person, Mediation hilft nichts, wir wollen einfach nicht mehr mit der Person zusammenarbeiten. Das wäre reines Mobbing, wenn wir sie weiter drinnen lassen würden, das heißt, sie darf raus und wir gucken dann, ob es funktioniert, dass sie in irgendeiner anderen Gruppe reinkommt oder nicht. Ist es so, dass sie aber mehrere Gruppen kaputt macht, bannen wir sie insgesamt aus dem ganzen Projekt. Dieser Bann gilt nicht für immer. Jeder hat die Chance auf Rehabilitation. Allerdings, und das muss ganz klar sein, diese Person ist dann trotzdem bekannt. Dadurch, dass sie bekannt ist,
ist natürlich ein besonderes Augenmerk auf diese Person. Das ist halt ganz natürlich, ne? Wenn einmal das Vertrauen weg ist, ist es weg. Dann kann man aber trotzdem, das ist halt nicht für immer, aber man kann trotzdem miteinander zusammenarbeiten, so dass man sich gegenseitig irgendwann wieder respektiert. Und es ist wichtig, dass man das tut. In meinen Reden, gerade als Superman, sage ich immer wieder, und das ist mein Schlusssatz, den ich sonst verwende, Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Alle bedeutet auch die Bösewichte. Alle bedeutet auch die wirklich, also Vergewaltiger oder Leute, die wirklich richtig böse Sachen tun. Warum sage ich das? Nicht, weil ich das gut heiße, um Gottes Willen. Aber wenn wir eine Kluft zwischen den Menschen schaffen, dann werden wir irgendwann mal Krieg haben dazwischen. Das heißt, was wir versuchen müssen, ist, die zusammenzukriegen. Und ja, auch diese bösen Menschen, denen muss man vergeben. Das heißt aber nicht, dass man ihre Taten gutheißt. Im Gegenteil. Dann stehen sie halt etwas besser unter Beobachtung, dass sie das nie wieder machen. Und da müssen wir eine Lösung finden. Und nein, ich bin nicht dafür da, alle Lösungen zu finden. Aber zusammen müssen wir eine finden. Weil ansonsten werden wir immer Krieg haben. Wir werden zwar immer Streitigkeiten haben, aber die Streitigkeiten können beseitigt werden. Davon, wovon ich rede, ist, wenn man Leute für immer wegsperrt, dann hat man ein Problem. Und damit kann man nicht umgehen. Wir brauchen aber Lösungen. Und wenn wir ohne Geld arbeiten, finden wir vielleicht auch neue oder andere Lösungen. Das ist meine Meinung dazu. Okay, Uli, gibt es noch irgendwelche Fragen aus dem Schreibchat? Nein, ich habe keine Fragen mehr. Ich möchte mich soweit bedanken. Ich fand es total toll, jetzt zum ersten Mal dabei zu sein. Sehr schön. Gibt es, Andi, gibt es noch Fragen hier aus dem Live-Chat? Nein, momentan gibt es jetzt keine. Es meldet sich auch aktuell niemand mehr. Somit alle zufrieden. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Karl, hast du denn noch irgendwas, was du gern uns mitteilen möchtest, was wir irgendwie jetzt vergessen haben anzusprechen, was wichtig ist? Ja, ich habe tatsächlich was. Und das gilt an die Leute von Gemeinsam Stark Jetzt. Das gilt an die Leute von Helfer. Das gilt an die Leute der Antifa, der Fridays for Future, der Greenpeace, der NPD, der AfD, der SPD, der CDU. Jeder Mensch, der auf dieser Erde ist. Ich heiße definitiv nicht alles gut, was die Menschen machen. Im Gegenteil, momentan haben wir einen Kurs eingelegt, der die Menschheit kaputt machen wird. Wir sind kurz davor, in Deutschland oder in Europa eine Wirtschaftskrise hinzukriegen. Viele Leute haben Angst, dass wir den Dritten Weltkrieg bekommen werden. Und unsere Politiker, nicht nur in Deutschland, sondern teilweise auch in vielen anderen Ländern, haben nichts Besseres zu tun, als einen Kurs einzuschlagen, der noch viel schneller halt dazu führt, dass die Menschen kaputt gehen werden. Die Leute beschwören quasi geradezu einen Bürgerkrieg herauf. Ich möchte gerne, dass wir das ändern. Ich möchte gerne, dass wir Frieden schaffen. Ich möchte gerne, dass wenn der Scholz irgendwie hingeht und sagt, du, ab an die Front, sagen wir würden ja gerne, aber wir haben jetzt Yoga, keine Zeit, danach haben wir Singen und danach wollen wir tanzen gehen. Für den Blödsinn haben wir keine Zeit. Ich möchte, dass wir hingehen und wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, dass wir das alle so überstehen, dass wir keine Verluste haben. Aber das schaffen wir nur unter einer einzigen Bedingung. Wenn wir Menschen alle zusammenhalten. Wir sollten unser Ego stark zurückschrauben, weil jede Gruppe, jede, gerade die Orga-Chefs, und ich gehöre da mit dazu, wir haben ein Ego. Und wir sollten dieses Ego nicht über das Wohl der Menschen stellen. Wir alle sollten anfangen, zusammenarbeiten. Wir alle sollten anfangen, auf die Namen zu scheißen. Entschuldigung, der Ausdruck. Weil es wird eine Zeit kommen, wo wir uns gegenseitig helfen müssen. Es wird eine Zeit kommen, wo wir vielleicht an einem Abhang hängen und dann fragen wir auch nicht, bist du bei Helfer? Nö, ja, dann hilf mir nicht, dann schick den anderen vorbei. Nein, es geht hier nicht um Helfer, es geht hier nicht um das sind wir. Worum es geht, ist, dass wir eine Art von Gesellschaft schaffen, die uns Menschen gut tut. Wir haben Gesetze, wir haben so viele Gesetze. Keiner fragt sich,
was diese Gesetze bedeuten. Wie könnt ihr legal in diesem Land oder in anderen Ländern leben, wenn ihr nicht alle Gesetze kennt? Und in Deutschland gelten nicht nur die deutschen Gesetze. In Deutschland gelten auch die europäischen Gesetze. Wie könnt ihr in einem Land leben, wo ihr die Gesetze alle nicht kennt? Darüber fragt sich keiner nach, weil das haben wir von Geburt an mitbekommen. Wir leben in einem System, wo sie uns anlügen, Tag für Tag. Aber das alles stellen viele Leute gar nicht in Frage. Nur wir müssen irgendwann mal hingehen und sagen, okay, das System ist ein Fail. Alleine, was der Krieg angeht in Ukraine und Russland. Ein System, was dem Putin die Macht gibt, Ukrainer zu töten, ist das System falsch. Ein System, was der NATO die Macht gibt, Putin an die Wand zu drücken, damit er Sachen macht, die er vielleicht will oder nicht will, egal, dann ist das System falsch. Ein System, was den Ukrainern die Macht gibt, Ukrainer zu töten, ist das System falsch. Was wir haben, ist ein Systemfehler, und zwar insgesamt. Das ist unmenschlich, was wir haben. Wir haben kein natürliches Problem. Was wir haben, ist ein menschengemachtes Problem. Und das können wir ändern. Aber das können wir nur ändern, wenn wir zusammenhalten. Und wir sollten uns zusammensetzen. Und wir sollten alle miteinander reden. Und wir sollten aufhören, unser Ego über irgendwas zu stellen, sondern wir sollten anfangen, unseren Arsch zu bewegen, in der Realität das so aufzubauen, dass wir lebensfähig sind. Wir sollten wieder lernen, wie man Essen macht, wo das Essen tatsächlich herkommt. Wir sollten wissen, wie man Wasser macht. Und wir sollten anfangen zu lernen, wie man miteinander umgeht. Wir sollten aufhören, unser Ego aufzublasen und lieber anfangen, uns gegenseitig zu schützen und endlich mal wieder die Hand zu geben. Wir müssen lernen, uns zu verzeihen. Wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir eine Katastrophe haben. Und das möchte ich nicht. Mit Helfer versuchen wir, eine Möglichkeit zu finden, wie wir dem entgegengehen. Ich weiß, dass viele andere Gruppierungen, auch gemeinsam stark, auch das von Tom, ich habe damals mit ihm geredet. Ich weiß, dass er eine Gesellschaft haben wollte, die miteinander zusammen funktioniert. Hier geht es nicht darum, den Staat zu bescheißen. Hier geht es darum, dass der Staat uns schon lange beschissen hat. Und hier geht es darum, dass wir trotzdem anfangen, anständig mit den Menschen umzugehen. Wir haben Leute von der Antifa dabei. Auch von der jungen Antifa. Und ich habe den gefragt, also einen davon, wieso er bei uns mitmacht. Und er sagte, meine Gruppierung macht alles kaputt. Eure versucht es aufzubauen. Ich fand euer Konzept besser. Und das ist der Weg, den wir gehen sollten. Wir sollten die Hand aufhalten. Nicht für Extremisten. Um Gottes Willen. Die müssen weg. Nicht weg im Sinne von aus der Bildfläche verschwinden, weil da machen sie noch viel mehr Blödsinn und kommen dann wieder und dann haben wir den Salat. Nein, der Extremismus muss weg. Aus den Menschen. Wir müssen nicht das System ändern, wir müssen das System aus uns rausholen. Wir müssen anfangen, mit dem Herzen denken. Wir müssen aber nicht nur gegen etwas sein, sondern wir müssen für etwas sein. Und zwar lass uns was aufbauen. Lass uns unseren Fokus auf etwas legen, was aufbaut, anstatt zu zerstören. Das machen nicht nur wir, das machen auch andere Gruppen. Und wir sollen verdammt nochmal ein System finden, wie wir zusammenarbeiten können. Hier war ein junger Mann mit 70, der gerade eben gesagt hatte, es gibt noch mehrere Gruppen. Wir müssen mit diesen Gruppen zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Atabana ein bisschen zusammen, wir arbeiten mit denen zusammen und mit denen zusammen. Wir wollen noch viel, viel mehr mit Leuten arbeiten. Wir wollen aus den Erfahrungen der anderen lernen. Wir müssen viel mehr lernen. Wir brauchen viel mehr Schulungen. Ja, wir Erwachsenen und auch die Kinder. Wir brauchen noch viel mehr Kinder. Die Kinder sind unsere Zukunft, die müssen das weiterführen, die müssen die Ideen mitbekommen. Aber nicht, um irgendwas zu zerstören, sondern was aufzubauen. Wenn wir nicht mit dem Herz anfangen zu denken, dann lohnt sich das Leben nicht mehr. Ständig habe ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehört, woran die Menschheit überall sterben wird. Wir reden so viel über das Sterben. Dabei ist es ganz klar, wir werden alle sterben. Die Frage ist also nicht, ob wir sterben, sondern wie wir leben sollten. Und wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Zukunft, wo wir die Natur retten können. Weil wir zum Beispiel, wenn wir miteinander arbeiten, nicht jeder ein Auto braucht, wo wir nicht alle Küchen brauchen, wo wir miteinander essen, wo wir uns wieder in die Augen gucken können, wo wir uns verstehen können, wo wir uns fühlen können. Denn das ist die Idee, das ist die Vision von Helfer. Die Vision von Helfer ist, dass wir jeden Tag miteinander essen können, bitte nicht müssen, können. Nicht jeder muss seine Küche abgeben, jeder darf machen, was er will. Es ist aber auch nicht Klaus Schwab, wo wir eine Regierung haben, die uns erzählt, was wir zu tun haben, sondern es ist ein Miteinanderleben, wo jeder frei ist, selbst zu entscheiden, was er möchte oder nicht. Wo nicht aufgezwungen wird, was passiert. Wo das Ding nicht von oben kommt und uns sagt, was wir zu tun haben, sondern von unten, von uns. Weil wir entscheiden, wie wir es machen. Aber wir auch eine Entscheidung treffen können, weil wir das Niveau haben und das Wissen haben, wie es geht und wie es besser geht.
Ich möchte eine Welt, in der wir uns umarmen und küssen, ohne dass es gleich als Sex oder irgendwas gewertet wird, sondern weil es Liebe ist, die von innen kommt. Ich möchte nicht die Oberflächlichkeit, ich möchte die Menschlichkeit wieder haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir in diese Richtung zusammengehen. Den Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Deswegen lasst uns bitte alle zusammenhalten und Frieden schaffen. Und lasst es uns in Liebe tun. Vielen Dank erstmal. Oh, vielen Dank. Ich glaube, schönere, bessere Abschlussworte hättest du diesen Chat jetzt, glaube ich, nicht geben können. Genau, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Karl. Es war auch für mich, wie gesagt, wir hatten ein Vorgespräch, da hatte ich dir auch schon gesagt, dass das Helfer, dass ich mich bis dato noch nicht mit dem Netzwerk auseinandergesetzt habe. Auch ich bin etwas schlauer geworden heute Abend, finde es immer noch mega interessant. Ich hoffe, dass auch viele Menschen jetzt heute hier waren, die noch kein Mitglied bei Helfer sind, die sich das heute Abend angehört haben, die den Weg jetzt zu euch finden werden. Du kannst auch gerne deinen Links und alles vielleicht nochmal in die Gruppe stellen gleich. Ich danke dir für deine Zeit, für deine tolle, liebenswerte, menschliche Worte heute Abend hier in dieser Runde. Und natürlich bedanke ich mich auch an alle Zuhörer, an alle, die fleißig geschrieben haben. Vielleicht, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du dich ja auch noch mal im Schreibchat umgucken, falls da jetzt noch Fragen sein sollten. Ansonsten, würde ich euch alle auch super gerne für morgen Abend einladen. Morgen Abend, 21 Uhr. Haben wir erneut einen Live-Chat, ganz anderes Thema. Ein Musiker kommt zu uns, der Bader. Gibt auch eine kleine Live-Überraschung. Von daher würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht und in diesem Sinne vielen Dank für den tollen Abend.